Guten Abend und herzlich willkommen zum Sachsensofa der Evangelischen und Katholischen Akademie in Sachsen. Wir sprechen heute Abend über Deutschland und seine Rolle in Europa. Mit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland unermessliches Leid über die Länder Europas gebracht. Eine der zentralen Fragen der Nachkriegszeit war, wie kann man einem solchen Nachbarn jemals wieder vertrauen? Siehe da, das Jahrhundertprojekt einer Europäischen Union ist inzwischen Realität. Deutschland und sein ehemaliger Erzfeind Frankreich sind nicht nur Verbündete, sondern Freunde. Und längst spielt Deutschland eine zentrale Rolle in einem Europa des Austauschs, der gemeinsamen Wirtschaft und des Friedens. Wie gefährdet der ist, das zeigt die aktuelle Lage in der Ukraine. Mit Russlands Angriff auf das Land ist die Frage nach Deutschlands historischer Verantwortung noch mal drängender geworden. Soll sich Deutschland auch militärisch stärker in und für Europa engagieren? Wo und wie könnte das aussehen? Und wo sollten wir uns eher in Zurückhaltung üben? Und wie klappt das eigentlich mit Europa im Alltag? Gerade hier in einer Gegend, die je nach Blickwinkel die Mitte Europas darstellt oder immer noch für andere das östliche Ende. Das sind die Fragen heute Abend. Deutschlands Verantwortung in Europa. Das Thema beim Sachsensofa. Wir sind zu Gast hier in der Windmühle in Seifendersdorf. Danke, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Daniel Heinze. Gemeinsam mit meiner Kollegin Maxi Konang darf ich Sie durch die nächsten rund anderthalb Stunden führen. Die Gäste auf dem heutigen Sachsensofa sind Dr. Stefan Mayer, Landrat des Landkreises Görlitz. Schönen guten Abend. Professor Dr. Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ja. Herzlich willkommen. Und Rolf-Dieter Krause, Fernsehjournalist und langjähriger Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Hallo. Ja, ein herzliches Willkommen auch an Sie. Die Idee des Sachsensofas ist es ja nicht nur, dass unsere Gäste hier auf dem Podium miteinander ins Gespräch kommen, sondern dass auch Sie gefragt sind. Sie haben auf Ihrem Platz so kleine Zettelchen gefunden. Dort können Sie Fragen notieren und schon in Kürze werde ich mit dem Mikrofon zu Ihnen runterkommen und Sie können auch gern Ihre Fragen sozusagen live ins Mikro stellen. Die Zettel werden gesammelt von mir und von meiner von den Kolleginnen von der Evangelischen und Katholischen Akademie. Vielen Dank dafür. Sie können dann einfach schwenken und dann wissen wir Bescheid und sammeln Ihre Fragen ein. Genau, und so machen wir das dann den ganzen Abend weiter. Und wenn Ihnen noch eine Frage kommt, immer den Zettel ab an Maxi oder die Hand heben. Und wir versuchen, so viele Fragen, wie wir können, in den 90 Minuten unterzubringen. Und dabei achte ich hier oben ein bisschen darauf, dass die Redeanteile gerecht verteilt sind und wir Sie auch hoffentlich die Antworten bekommen, die Sie sich von unseren Gästen erhoffen oder erwünschen oder erwarten. Zu Beginn stellen wir Ihnen jeweils unsere drei Gäste etwas näher vor, damit Sie ein bisschen konkreter wissen, mit wem Sie es jeweils zu tun haben. Und danach haben unsere Gäste jeweils die Gelegenheit, einen ganz kurzen Aufschlag zu machen zum Thema. Wir stellen eine Eingangsfrage, die Raum lässt, um einfach mal den Blickwinkel, die jeweilige Perspektive auf Europa und auf Deutschlands Rolle in Europa darzulegen. Beginnen möchten wir mit Professorin Dr. Gesine Schwan, geboren 1943 in Berlin. Die Politikwissenschaftlerin ist langjähriges Mitglied der Grundwertekommission der SPD, die sie seit 2014 leitet. Von 1999 bis 2008 Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Danach der Humboldt-Viadrina School of Governance. Ich wusste, dass ich darüber stolpere. Und bis heute ist sie Präsidentin des Nachfolgeprojekts der Humboldt-Viadrina Governance Platform in Berlin. Kriegen Sie das stolperfrei hin? Nee, okay, gut. Eines von vielen Indizien, wie sehr Europa für Frau Schwan eine Herzensangelegenheit ist. Im Oktober wurde sie zur Präsidentin der Europa-Union gewählt, also einer überparteilichen Bürgerinitiative. Vielen sind Schwans Kandidaturen für das Amt der Bundespräsidentin noch in Erinnerung. Das war 2004 und 2009. Und vor 2 Jahren, da sorgte ihre Streitschrift Europa versagt für Aufsehen, in der sie die praktizierte Flüchtlingspolitik Europas kritisierte. Beschämend sei die Abschottung für einen Kontinent, der einst für Aufklärung und für Menschenrechte stand. Frau Schwan, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Unsere Frage an Sie. Sie haben in Ihrem Engagement politisch, gesellschaftlich immer auch Richtung Osten geschaut und damit eine Perspektive eingenommen, die viele andere, auch in der Politik, nicht hatten. Die haben immer eher sich gen Westen orientiert. Die großen Umbrüche der letzten Zeit sind aber immer wieder im Osten geschehen. Was haben Sie mit Ihrem Blick nach Osten für die Politik in ganz Deutschland gelernt und wie sehen Sie Deutschland gerade für Europa aufgestellt? Das Mikrofon.
einfach rein. Na, auf jeden Fall war es wichtig, und das gilt aber für Westen wie Osten, dass man lernt, wie Menschen denken und fühlen und aus welchem biografischen, historischen, kulturellen Kontext sie denken, fühlen und sprechen. Denn man spontan interpretiert man Menschen so, als ob sie direkt nebenan gelebt hätten. Das ist aber nicht der Fall. Ich muss dazu sagen, ich bin ja, habe meine Schulzeit am französischen Gymnasium verbracht. Das heißt, der Anfang war deutsch-französisch bei mir. Und nach dem Abitur habe ich gesagt, jetzt will ich Polnisch lernen, denn die Polen haben noch viel mehr gelitten. Und da war auch meine schlesische Mutter sehr beteiligt dran, dass ich das gemacht habe, die aus einer deutschen Familie kam, aber sehr, sehr viel Achtung vor Polen hatte. Und mich hat während der ersten, ich bin das erste Mal 1965 in Polen gewesen, also ist schon eine Weile her, mich hat nicht jetzt zunächst die Tatsache, dass es im Osten lag, besonders beeindruckt, denn das war mir eigentlich egal. Es waren die Polen und zu der Zeit, als ich da mich beschäftigte, waren sie gerade im kulturellen Bereich sehr in. Sie machten tolle Filme, sie machten tolle Grafiken, Plakate, also so Filme wie Das Messer im Wasser. Ich weiß nicht, ob die Älteren das noch kennen. Es waren wirklich tolle Sachen, sodass die Polen eigentlich mir zunächst als Avantgarde begegnet sind und nicht irgendwie als Hinterwäldler. Und da war natürlich auch die Grundeinstellung meiner Eltern dagegen, die solche nationalen Vorurteile nicht schätzten. Und was ich dann von Polen her für die europäische Einigung immer wichtig gefunden habe, ist eben den historischen Blick, der in Polen viel stärker noch meines Erachtens wirkt und präsent ist als in Deutschland, diese historische Herkunft auf keinen Fall zu unterschätzen, die historischen Erfahrungen nicht zu unterschätzen, weil Polen eben einmal auch eine Großmacht war in früheren Zeiten, aber dann eben auch den Staat verloren hat unter dem Einfluss von dem zaristischen Russland und Preußen und Deutschland, also Preußen, sodass da für Polen also eine ganz wichtige Sache war, sich zu behaupten, nicht untergebuttert zu werden. Und vor dem Hintergrund dessen, dass mir auch sehr früh aus dem familiären Umfeld, die Eltern waren politisch sehr engagiert, sozusagen eingetrimmt worden ist, dass Deutschland nie wieder so zerstörerisch und auch so hochnäsig auftreten darf, wie es das getan hat, war also da die Achtung vor auch kleineren Ländern oder vor denen, denen es nicht so gut ging, sicher eine weitere Perspektive, mit der ich Europa immer gesehen habe. Und der zweite Teil der Frage war ja der Blick, wie Sie gerade aktuell Deutschland so aufgestellt sehen für das Konzept und die reale existierende Europäische Union, aber die europäische Idee auch generell? Da mache ich auch einen Unterschied zwischen den verschiedenen Parteien und Regierungen. Ich glaube nicht, dass wir einfach so Deutschland sagen können dazu. Wenn Sie sagen aufgestellt, das ist ja ein Begriff, den man sehr häufig in der politischen Darstellung verwendet. Oft denkt man bei aufgestellt, die sind sozusagen gut ausgestattet, um jetzt irgendeinen Wettlauf zu gewinnen. Das ist ja diese Wettlaufsprache. Das ist nicht meine primäre Sicht. Deutschland hat von außen, von Europa gesehen, zwar auch Ärger ausgelöst in der letzten Zeit, aber im Wesentlichen eine beachtliche Anerkennung gefunden und eine beachtliche Achtung gefunden. Das ist immer wieder fast wie ein Wunder, wenn man das mit früheren Zeiten vergleicht. Und was mich sehr gestört hat jahrelang, war, dass insbesondere in der Finanzkrise und in der Eurokrise Deutschland derartig als ein Zuchtmeister der europäischen Länder, insbesondere der südeuropäischen Länder, aufgetreten ist, so hochnäsig und so anmaßend, dass ich mich dafür oft geschämt habe und das auch heftig sozusagen nach außen getragen habe, auch gegen meine eigene Parteiführung. Also meinen eigenen Parteivorsitzenden Gabriel habe ich anständig
öffentlich beschimpft dafür. Aber das ist ja immerhin ein Vorteil, wenn man in einem freien Land lebt, dass man das kann. Das ist, finde ich, jetzt besser geworden. Wir treten da jetzt nicht mehr als Zuchtmeister auf, dadurch, dass es die Pandemie gegeben hat, dadurch, dass es die Notwendigkeit einer solidarischen Finanzierung des Wiederaufbaus gegeben hat und man nicht irgendjemandem moralisch die Schuld geben konnte daran, dass es ökonomisch runterging, hat sich das eingeebnet. Was, glaube ich, ein Manko ist, ist, dass wir zurzeit keine gute Koordination zwischen dem französischen Präsidenten Macron und dem deutschen Bundeskanzler haben, beziehungsweise der deutschen und der französischen Regierung haben. Das scheinen sie aber nun auch zu merken, da sind ja jetzt neue Pläne. Da fehlt es einfach an kontinuierlicher Kommunikation, meines Erachtens. Und dann haben wir natürlich, dürfen wir nicht unterschätzen, dass in Europa, sowohl in Polen als auch in Ungarn und zum Teil ist es labil in der Slowakei, Regierungen entscheiden, die zumindest den Rechtsstaat massiv in Frage stellen. Und das ist ja ein Kernelement einer europäischen Demokratie und einer Europäischen Union, die funktionieren sollte. Hierbei muss sich Deutschland jedenfalls in Polen immer zurückhalten. Sie sagen da nicht viel, um da auch nicht falsche historische Erinnerungen zu wecken dazu. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Gefahr, die mit Deutschland immer verbunden worden ist, mit dem wiedervereinigten Deutschland, dass es aufgrund seiner ökonomischen Macht und seiner Bevölkerungsgröße und seines Gewichts die anderen dominiert, dass die gegenwärtig nicht besteht. Dabei mache ich einen klaren Unterschied. An irgendeiner anderen Stelle kommen wir vielleicht noch mal darauf, dass der polnische Außenminister Sikorski ja mal verlangt hat, die Deutschen sollten mehr führen. Und das ist in den deutschen Medien sehr stark so verstanden worden, dass wir gleichsam mehr den Ton angeben sollen und sagen sollen, wo es lang geht. Das hat Sikorski aber in seiner DGAP-Rede ganz anders gesagt. Er hat einen klaren Unterschied zwischen Führen und Dominieren gemacht und hat gesagt, sie sollen nicht dominieren, was die gegenwärtige Versuchung ist, und dominieren im Sinne der eigenen Interessen. Sie sollen führen im Sinne der gesamteuropäischen Interessen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass Scholz das auch so möchte. Okay, herzlichen Dank für diese Einstiegsgedanken. Rolf-Dieter Krause ist 1951 in Lüneburg geboren und legte sein Abitur in Braunschweig ab. Im Anschluss absolvierte er ein Volontariat bei der Landeszeitung Lüneburg und war ab 1981 Landeskorrespondent für Landespolitik bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ab 1985 war er ARD-Korrespondent in Bonn und ab 1990 dann als Korrespondent in Brüssel tätig. 1994 leitete er das dort ansässige Studio. Nach einem kurzen Weggang nach Bonn ging Rolf-Dieter Krause 2001 zurück nach Brüssel und im Sommer 2016 in den wohlverdienten Ruhestand. Im gleichen Jahr erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und den Preis der Bundespressekonferenz. Mr. Europa, so hat Frank-Walter Steinmeier, damals noch deutscher Außenminister, Rolf-Dieter Krause mal genannt. Herzlich willkommen auch Ihnen auf dem Sachsensofa, Herr Krause. Auch für Sie gibt es eine Einstiegsfrage. Wie beurteilen Sie aktuell den Zustand Europas und die aktuelle Europapolitik der Bundesregierung? Der Zustand Europas ist nicht so gut, wie er sein müsste. Das will ich gerne später noch erläutern. Ich will Ihnen nur ein bisschen den Horizont aufmalen, vor dem ich zu meinen Urteilen komme. Europa reißt mich nämlich hin und her. Auf der einen Seite bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir dieses Europa brauchen. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ob wir es nicht auch lassen können. Es ist ja mühsam, es ist quälend manchmal, lästig. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, nee, das ist vernünftig, dass wir das machen. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Ich will aber vor allem mal daran erinnern, dass, wenn man in die Weltgeschichte guckt, alle Hochkulturen
die es gab, irgendwann mal sang- und klanglos untergegangen sind. Auch uns im sogenannten Westen ist nicht garantiert, dass wir die Sahneschicht auf dieser Weltensuppe sind. Andere sind hungrig, hungriger, strengen sich mehr an als wir. Die wollen an den Platz, an dem wir sind, und den müssen wir verteidigen. Der erste Punkt, warum wir Europa brauchen, das mag zwar kaum noch einer hören, weil sich alle nicht vorstellen können, warum das so ist, aber ich werde es erklären, ist, dass Europa den Frieden unter seinen Mitgliedern sichert. Wenn Sie erleben, oder andersrum, die Konflikte, die wir mit den Franzosen hatten oder mit anderen, mit den meisten unserer Nachbarn, die sind ja alle nicht weg. Die Animositäten sind da, die kulturellen Unterschiede sind da, die unterschiedlichen Interessen sind da, ist alles geblieben. Der Unterschied zu früher ist, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, sondern das in Verhandlungen lösen. Europa ist der Ersatz des Schlachtfeldes durch den Verhandlungstisch. Und wenn es nur das wäre, wäre es aller Mühen wert. Der zweite Punkt ist die wirtschaftliche Prosperität. Der Binnenmarkt ermöglicht allen wirtschaftlich Handelnden, mehr aus ihrem Können zu machen, als sie es machen könnten, wenn sie alleine wären. Ich habe das manchmal gern mit einem Beispiel aus dem Fußball verglichen. Stellen Sie sich mal so einen Fußballer wie Ronaldo vor und stellen Sie sich vor, der dürfte nur in der Kreisklasse in Portugal spielen und auf irgendeinem Stoppelacker und so weiter. Der wäre derselbe geniale Fußballer. Aber wir sind uns sicherlich einig, dass der nicht so reich geworden wäre wie unter den Bedingungen, die er in Europa hat, unter den Bedingungen der Champions League, also mit einem glatteren Rasen, mit Mitspielern, mit denen er sich messen kann, an denen er sich messen kann, die ihm Pässe zuspielen, aus denen er wirklich Tore machen kann und so weiter. So, und natürlich sind die Vermarktungsmöglichkeiten da auch bessere. Der dritte Punkt, und der ist in den letzten 10, 15 Jahren immer wichtiger geworden, der hängt mit der Globalisierung zusammen. Und damit eben auch mit der Frage, können wir unseren Platz in der Welt einigermaßen behaupten? Neben China ist Deutschland ungefähr so bedeutend wie Luxemburg neben uns. Sie können sich alle mal fragen, wie bereit Sie wären, bei einem Konflikt mit Luxemburg auf Luxemburg Rücksicht zu nehmen. Ich unterstelle Ihnen nicht sehr. Und so wäre das andersrum auch. Mit 450 Millionen Menschen, wir waren mal 500 Millionen, sind wir aber eine Hausnummer, an der auch China nicht so ganz einfach vorbei kann. Auch die USA nicht, die zwar Freunde sind, aber über die Freundschaft sage ich gleich noch was, auch über die mit Frankreich. Das heißt, wenn wir eine Rolle spielen in der Welt, wenn wir unsere Interessen verteidigen wollen, wenn wir unser Gewicht in die Waagschale legen wollen, müssen wir das zusammentun. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Europa mich immer wieder brutal enttäuscht hat. Wir haben Sachen gemacht und haben sie immer nur halb gemacht. Nehmen Sie mal Schengen. Wir haben die Binnenkontrollen an unseren Binnengrenzen abgeschafft. Und natürlich war klar, dann müssen wir die Außengrenzen stärker kontrollieren. Das tun wir aber nicht. Es ist noch viel schlimmer. Ich habe in meiner aktiven Zeit manchmal Politiker gefragt, was meinen Sie eigentlich mit Kontrolle der Außengrenze? Was heißt das konkret? Ich kann Ihnen sagen, ich habe nie eine Antwort darauf gekriegt, mit der ich etwas anfangen konnte. Es war alles nur Gewäsch. Ja, eben gucken, wer kommt und nicht jeden reinlassen. Und ich sage, wie denn? Wie machen Sie das denn, wenn da so ein Schlauchboot über die Ägäis geschippert kommt? Wie lassen Sie die dann nicht rein? Klar, ein Land, auch ein Gebilde wie die EU, hat ein Recht darauf, dass Menschen nur an ordentlichen Grenzübergängen dieses Land betreten. Das machen wir auch so. Wir können auch nicht in die USA oder nach Australien an irgendwelchen Stränden einwandern oder einreisen. Wir müssen irgendwo unseren Pass vorzeigen. So, das nehmen Sie den Euro, freue ich mich auf einen schönen Streit mit Frau Professor Schwan. Wir haben diesen Euro vereinbart und wir haben Bedingungen dafür geschaffen. Aber die Einhaltung der Bedingungen haben wir nie gewährleisten können.
Es ist ja nicht so, dass Deutschland der Schulmeister des Südens war, sondern Deutschland hat auf der Einhaltung von Verträgen bestanden, die die anderen auch unterschrieben hatten, und zwar freiwillig. Da ist keiner mit der Pistole am Kopf zur Unterschrift gezwungen worden, sondern alle haben gesagt, so, und wenn Sie ein Land wie Frankreich nehmen, das hat seitdem es den Euro gibt, ungefähr in einem Viertel der Jahre, die es den Euro gibt, die Kriterien für das jährliche Defizit eingehalten. In drei Viertel der Jahre nicht. Italien ist ein bisschen besser, aber nicht viel besser. So, Griechenland muss ich Ihnen nicht erzählen. Und eigentlich ging es dann immer nur um die Frage, gilt der Vertrag in seiner Gänze oder nicht? So, und das können Sie nun an anderen Stellen genauso nehmen. Dann kommt ein Fehler Europas, wir haben immer wieder Kriterien, also Wort Kriterien ist eins, gehört neben dem Begriff der Solidarität zu den meist missbrauchten Wörtern in der EU. Wir haben Kriterien geschaffen, meistens damit Leute zum Beispiel Mitglied der EU werden können, also ein Land Mitglied der EU werden kann. Wenn es dann Mitglied ist, spielt es keine Rolle mehr, ob die Kriterien erfüllt werden oder nicht. Ein Land wie Ungarn hat angefangen, die Pressefreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Kulturfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, alles mit Füßen zu treten. Und da muss man auch die Schuldigen benennen. Am Anfang hatte die EU-Kommission da gar nicht viele Möglichkeiten. Aber zum Beispiel die Christdemokraten haben es gedeckt. Da gibt es Schuldige auch bei uns. Frau Merkel hat ihre Hand immer schützend über Orbán gehalten. Und zu einem Zeitpunkt, als vor allem über den Parteiweg Orbán vielleicht noch dazu zu bringen gewesen wäre, damit Schluss zu machen. Vielleicht, es ist nicht mal probiert worden. So, und der Werteverfall, den wir in Europa erleben, der macht sich dann bemerkbar. Werte sind nichts für Sonntagsreden oder für Predigten in der Kirche. Werte sind der Kitt, die uns zusammenhalten, wenn es stürmisch wird, wenn wir in schwere Wetter geraten. Und das haben wir gemerkt in der Pandemie, das haben wir in der Finanzkrise gemerkt. Wenn wir unsere Werte nicht schützen, dann fehlen sie uns dann, wenn wir sie brauchen. Und da hätten dann deutsche Politiker, wie ich finde, mehr machen können. Das Wort Sikorski, Sie haben ihn völlig zu Recht zitiert und auch richtig verstanden. In Europa warten die Leute darauf, dass Deutschland Führung übernimmt, und zwar zugunsten Europas. Kein Mensch nimmt uns übel, wenn wir unsere Macht einsetzen, um Europa zu stärken. Sie nehmen uns übel, wenn wir die Macht einsetzen aus egoistischen Gründen oder wenn wir gepennt haben, so siehe Verbrennermotor. Nicht, ich weiß inzwischen, wie die Geschichte entstanden ist. Da hat sich der Verkehrsminister auf eine Zusage aus der Kommission verlassen, der er vertraut hat, die aber nicht eingehalten wurde. Da hat er sich auch unklug verhalten. Ein französischer Verkehrsminister hatte gesagt, pass auf, dann schreibt das auch in den Text des Gesetzes. Das hat er eben nicht gemacht. So, und dann kommt man dann kurz vor Toresschluss und sagt dann plötzlich, halt, wir halten alles an, und dann wirkt Deutschland erpresserisch aus nationalem Interesse. Hatten wir schon mal bei der Autoindustrie. Das mag kein Mensch in Europa. Aber wenn wir unsere Macht einsetzen, um zum Beispiel für Rechtsstaatlichkeit zu sorgen, für wirklich gleiche Lastenverteilung, wie zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik etc., dann würden andere das sehr begrüßen. Und ein letztes Wort. Ich habe in den Jahren, also ich bin 2016 in Rente gegangen, also da war Frau Merkel noch Kanzlerin. Ich hätte, und wir haben in Brüssel immer viele Debatten auch unter uns Kollegen gehabt, oft genug dieselben Debatten, die im Ministerrat oder im Europäischen Rat stattgefunden haben. Ich konnte damals nicht sagen, wohin meine Regierung Europa entwickeln will. Ich konnte das von anderen Regierungen sehr wohl sagen. Und ich hatte viele Kollegen, die konnten sagen, wo wollen die Franzosen hin? Wo wollen die Ungarn hin? Wo wollen die Polen hin? Wo wollen die Holländer hin? Damals noch die Briten. Wenn mir jemand sagte, was ist das Ziel der deutschen Europapolitik? Welches Bild Europas steht da? Dann musste ich sagen, war ich nur noch ratlos. Und ich bin es jetzt etwas weniger, aber auch gestern die Rede von Olaf Scholz im Europaparlament, die war also ein bisschen das, was wir immer gehört haben. Wir wollen Erweiterung und Vertiefung.
jeder weiß, dass das nicht geht, dass das eine Schwierigkeit ist, dass man sich manchmal entscheiden muss, ob wir ein intensiveres Europa wollen oder ein großes Europa. Also ich rätsel immer noch, aber ich habe die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird jetzt. Aber Frau Merkel hat die Dinge eigentlich immer nur treiben lassen und das fand ich frevelhaft. Frau Schwan hat schon Redebedarf angemeldet, aber da wir ja auch noch Redebedarf mit dem Publikum haben, würde ich erstmal hier sagen, vielen Dank für das Eingangsstatement. Wir wollen aber noch den dritten Mann im Bunde hier auf und am Sofa ins Boot holen. Um das nochmal klarzustellen, weil er sich auch schon beschwert hat, wir haben ihn nicht aus irgendwelchen politischen Gründen neben das Sofa gesetzt. Wir haben die ganz praktische Erfahrung gemacht, dass dieses Sachsensofa zu dritt ganz schön kuschelig ist, wenn man sich streiten will. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen einen neben das Sofa. Nur, dass das mal klargestellt ist, das ist also in keiner Weise irgendein subtiler Diss oder irgend sowas in Ihrer Richtung. Er sitzt quasi auf dem Sachsensessel quasi. Dr. Stefan Meyer, von dem ist die Rede, Jahrgang 1981, geboren in Zittau, Mitglied der CDU und seit September 2022 Landrat im Landkreis Görlitz. Davor war er 13 Jahre lang Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Nach dem Abi wurde er zum Reserveoffizier der Bundeswehr für den Bereich Logistik ausgebildet. Vor wenigen Wochen wurde er zum Oberstleutnant der Reserve befördert. Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und der Volkswirtschaftslehre in Zittau, Görlitz und Hagen. Seine Diplomarbeit war europäisch geprägt. Das Thema war ein, Achtung, Energieeffizienzvergleich im verarbeitenden Gewerbe für Deutschland, Polen und Tschechien. Und nach einem Auslandsaufenthalt in Helsinki, Promotion 2011 zum Doktor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften. Und es ist ganz auffällig, dass seine Themen ziemlich häufig mit Ehe beginnen. Energie, E-Learning, Europa. Privat kommen dann auch noch Ehe und Elternsein dazu. Stefan Meyer ist verheiratet und hat 3 Kinder. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Ja, Sie sind Landrat hier im Dreiländereck, haben Europa vor der Haustür. Und natürlich interessiert uns auch Ihre ganz konkrete alltägliche Perspektive. Was sind die Herausforderungen und Chancen dieser Lage? Was wünschen Sie sich von Ihren Partnerinnen und Partnern in Tschechien und Polen? Und wie blicken Sie auf das ganze Thema Europa aus dem Blick von Seifenersdorf-Görlitz aus? Ja, einen schönen guten Abend und auch danke für die Einladung. Ich bin jetzt sicherlich nicht der Streitlustigste, dass ich hier auf den Extrasitz gesetzt wurde, sondern das ist, glaube ich, logistisch auch ganz gut so. Ja, also ich will tatsächlich auch mal die kommunale Sicht mit einbringen. Wenn Sie hier rüberschauen, schauen Sie schon nach Tschechien. Und das, was für uns hier in der Region als Oberlausitzer so alltäglich ist, dass man innerhalb von 10 Minuten in 3 Ländern sein kann, das ist für Leute, die von außen hierher kommen als Touristen oder auch hierher ziehen, was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist auch wirklich was Besonderes. Und für mich als noch relativ jungen Menschen war es immer klar, wir leben in Frieden und Freiheit. Und das ist so selbstverständlich. Ich habe das zwar immer auch betont, auch als Abgeordneter, dass das nicht selbstverständlich ist, aber man hat es ja trotzdem immer so gesagt und gedacht, ja, die 70 Jahre, die wir jetzt in Frieden und Freiheit leben, das wird immer so sein. Und das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es eben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das ist auch das, was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir auf Europa schauen. Sie haben es beide schon gesagt, diese Friedensgemeinschaft und Stabilitätsgemeinschaft, die wir tatsächlich auch haben, die gilt es jetzt zu bewahren. Und da müssen wir alle tagtäglich auch hier im Kleinen, im Dreiländereck dran arbeiten. Und ich bin Abgeordneter gewesen und auch unter anderem im Europaausschuss des Landtages gewesen, dahingehend auch oft in Brüssel. Und die Brüsseler Welt und die Brüsseler Sicht ist natürlich schon noch eine ganz andere, als wir sie hier haben. Das merkt man immer wieder, dass eben so Europa im Kleinen manchmal noch holpert und eigentlich gar nicht so holpern muss. Also ich will mal ein paar Beispiele bringen. Wenn wir hier in Görlitz diese Europastadt Görlitz-Gorzelec haben und dort die Altstadtbrücke sehen, die beide Länder verbindet, dann ist es eben halt nach wie vor ein Problem, wenn in Sichtweite auf polnischer Seite jemand verunglückt und auf deutscher Seite ein Arzt da ist und helfen kann, dass er dann tatsächlich aus versicherungsrechtlichen Gründen dann auch drüben helfen kann. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dort müssen wir Europa im Kleinen noch viel besser regeln. Ich bin jetzt auch Präsident der Euroregion und auch Präsident des Planungsverbandes und auch da endet ja Europa nicht. Also gerade was Planungsaspekte angeht. Wir liegen hier in einer Region, die zwischen Dresden, Breslau und Prag sich befindet, als ländlich geprägter Raum. Sie haben ja gerade hier die Traktoren vorbeifahren sehen, also doch sehr ländlich. Aber trotzdem in einer Region, die man eben halt auch grenzüberschreitend von den Planungen her
auch sehen muss. Und gerade Landesplanung endet eben nicht in Zittau, sondern wenn ich Liberec jetzt als fünftgrößte tschechische Stadt sehe und als wirklich prosperierende Region, aber auch Breslau als große Stadt, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch in unserer nationalen Landesplanung immer auch über die Nationalgrenzen hinweg denken und auch Räume planen. Es ist mittlerweile so, dass tschechische Mitbürger in Zittau wohnen, weil der Wohnraum da günstiger ist als in Liberec. Und das sind also alles Aspekte, die wir mit bedenken sollten. Und das gilt, glaube ich, auch für die medizinische Versorgung. Also wir haben immer diese periphere Lage in gewissen Bereichen, wo ich sage, dort könnte Europa tatsächlich im Alltag viel besser funktionieren, wenn man zum Beispiel auch ohne Probleme in Tschechien oder in Deutschland einen Arzt aufsuchen kann, weil eben der 360-Grad-Kreis gezogen werden kann. Geht aber alles nicht. Und das sind so Dinge, die ich vermisse in den Diskussionen in Brüssel und auch bei uns innerhalb der Nationalstaaten. Und das ist, glaube ich, was wir auch immer wieder artikulieren müssen als Region. Wir schlagen uns, Herr Krause hat es gesagt, nicht die Köpfe ein, sondern wir haben durchaus auch kritische Themen. Stichwort Turow, die Grube, die hier ganz in der Nähe ist, war letztens Gegenstand auch einer Konferenz in Liberec. Und dort haben wir vernünftig, kritisch und mit unterschiedlichen Positionen, aber vernünftig miteinander gesprochen. Die polnische, die tschechische und die deutsche Seite. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das beibehalten. Und das ist ein Wert und ein Schatz, der nicht klein genug zu sehen ist. Ich teile die Auffassung von Bundeskanzler Scholz, was er gestern auch gesagt hat, dass wir uns manchmal größer denken, als wir sind. Wir sind nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung mit den 450 bis 500 Millionen Bürgern innerhalb der EU. Mit Blick auf Indien und China ist das vernachlässigbar. Und das ist eine große Gefahr, dass wir es eben halt nicht geschafft haben, als Innovationsregion zusammenzukommen, weil wir uns im Klein-Klein von Beihilferecht verwirren und die Amerikaner und die Chinesen dort einfach ganz andere Wirtschaftspolitik, auch interessengeleitete Wirtschaftspolitik machen. Wo ich glaube, dort müssen wir auch stärker dieses Niveau erreichen, dass wir als Europäische Union auch eigene Interessen als Staatenbund vertreten. Und dahingehend habe ich die Erwartungshaltung, dass das auch stärker jetzt innerhalb der Europäischen Union, der Mitgliedsländer, aber auch im Europäischen Parlament thematisiert wird. Ihre Perspektive. Wir sind jetzt an der Stelle, dass wir Sie dringend ins Gespräch mit einbeziehen wollen. Deswegen schicke ich die Maxi jetzt ganz frech runter von der Bühne ab zu Ihnen ins Publikum. Die beiden Kolleginnen von den Akademien nehmen ihre Zettel entgegen, damit wir die schon mal haben. Das heißt, falls Sie also Fragen geschrieben haben, einfach mal wedeln und es wird Ihnen abgenommen. Und ansonsten, Maxi, geh du mal schon mal runter und per Handzeichen Fragen stellen, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Ich weiß aber, dass Frau Schwan Redebedarf hatte bei einem Punkt von Herrn Krause. Und während ihr euch noch ein bisschen sortiert und vielleicht Zettel einsammelt, ganz kurz, was hat Sie dazu geführt, dass Sie ihm ins Wort fallen wollten, gerade eben schon? Wo wollten Sie wieder reden? Eine kleine Sache, also es ist eine kleine, eine systematische Sache. Sie haben davon gesprochen, dass Länder die Regeln, die Finanzregeln gerissen haben. Das hat natürlich Gerhard Schröder auch gemacht. Das heißt, die Deutschen haben, hat es nicht, gut. Also die Deutschen so darzustellen, dass sie die Regeln nicht gerissen haben, das sollten wir dann nochmal genauer besprechen. Aber eigentlich ist mir jetzt, wenn ich schon kann, oder haben Sie schon die Zettel da, alle? Nee, jetzt dürfen Sie schon reden, keine Sorge. Eine andere Frage an Sie. Na klar. Nämlich, ich habe das aus Frankfurt-Oder in Erinnerung, dass es diese Probleme gab der grenzüberschreitenden Hilfe, nicht der medizinischen Hilfe. Und da haben sich Ärzte und alle möglichen Sachen zusammengetan und haben dann es, glaube ich, geschafft, dass sie grenzüberschreitend das machen. Die Frage ist, ob Sie da auf Brüssel warten müssen oder ob Sie nicht auch, ich weiß, die Krankenversicherung ist eine wichtige Sache, das ist eine nationale Sache, aber ob Sie da nicht auch von unten initiativ werden könnten und hier Eingaben machen könnten, sowohl in den Nationalstaaten als auch nach Brüssel, denn das wäre dann eine viel größere Ownership, sagt man da im Englischen. Also sie würden sich damit viel mehr zu eigen machen, auch die Bürgerinnen und Bürger. Sie sagen, hier sind wir vor Ort, da hat jemand einen Unfall oder warum kann da jetzt nicht gleich die Nothilfe kommen? Das war der konkrete Punkt in Frankfurt oder Subice, das ist ja, liegt nah. Und die haben da nach meiner Erinnerung eine Lösung gefunden. Und damit identifiziert man sich dann, was man selbst geschafft hat. Das heißt, das wäre meine Frage. Dann ist Europa auch wieder viel näher, ja?
Überhaupt bin ich ja sehr der Meinung, dass wir sehr viel mehr auf der Ebene der Kommunen machen sollten. Europa ist natürlich ein Zusammenschluss von Staaten, historisch. Aber ich glaube, dass die Perspektive für das Verständnis, den Brückenschlag und den Zusammenhalt in Europa darin liegt, dass wir nicht nur Nationalstaaten zusammen haben, sondern dass wir auch ein Netz von kommunalen Zusammenhängen in Europa, von Partnerschaften, von Mehrfachpartnerschaften schlagen. Das ist für einen Juristen und Völkerrechtler vielleicht erstmal ein Graus, aber das ist nicht so schlimm. Also die juristische Perspektive ist eine wichtige, aber nicht die alleinige. Möchten Sie kurz antworten? Ja. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier immer auf Brüssel warten, immer auf die höhere Ebene, dass sie unsere Alltagsthemen löst. Aber es ist einfach halt schon so, dass es oftmals gesetzliche Voraussetzungen braucht. Wir machen vieles in Projekten, die auch gut funktionieren. Also gerade auch, was jetzt den grenzüberschreitenden Katastrophenschutz angeht, ein Gewässer oder ein Waldbrand macht nicht Halt an einer Grenze. Da gibt es sehr gute Verbindungen auch auf der Arbeitsebene. Wir haben auch an Pfeiffer sehe ich gerade im Bereich ÖPNV mit dem Euronice-Ticket ein grenzüberschreitendes Tarifsystem oder Produkt. Also da gibt es schon vieles, was wir hier lokal erklären. Aber ich will noch ein anderes Beispiel bringen. Wir haben eine Schienenverbindung, die von Dresden über Zittau Richtung Tschechien läuft. Und die läuft über 2 Kilometer auf polnischem Gebiet, wo es keine Haltestelle gibt. Da reden wir seit Jahrzehnten über diese 2 Kilometer, wo man nur 30 km/h fahren kann, wo die polnische Seite nachvollziehbar kein wirkliches Interesse dran hat, weil es da keine Haltestelle gibt. Und wir drehen dort immer die Schleife über Berlin und Warschau, die sich beide zu wenig für diese 2 Kilometer interessieren, logischerweise, weil sie zu weit weg sind und wo wir aber nicht rankommen, weil das immer quasi auf Nationalstaatenebene läuft. Das ist mit Tschechien anders. Dort hat der Freistaat tatsächlich auf Augenhöhe einen guten Kontakt auch mit der Nationalregierung, aber mit Polen ist es an der Stelle wirklich manchmal etwas schwierig, zumal ja auch, das wissen Sie ja auch, die westpolnische Region doch eher proeuropäisch ist, während man Richtung Warschau dann doch sehr skeptisch, will ich mal vorsichtig formulieren, ist. Und das macht es dann nicht einfacher. Vielen Dank. Machen Sie es wie Frau Schwan. Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste hier im Podium. Maxi, wir haben schon Wortmeldungen, ne? Genau, wir haben, jetzt bleibt mir die Stimme weg, wir haben Handmeldungen und ich sehe, es werden fleißig Zettel geschrieben. Ich würde mal zu dem einen Herrn hier hingehen. Es wäre immer klasse, wenn Sie vielleicht kurz aufstehen und Ihren Namen kurz sagen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Hallo, Sie sind Herr? Ja, ich bin der Christoph Lomatsch. Ich bin hier aus der Fennersdorf. Ich habe eigentlich 2 Fragen. Die erste Frage ist, geistern immer so in zeitlichen Abständen von mehreren Jahren, Monaten, Forderungen zum Thema Reparationen von Polen, von Griechenland, von wem auch immer gegenüber Deutschland. Es gibt 2+4 Verhandlungen, habe ich irgendwann mal gelernt, und damit wäre das Thema vom Tisch. Aber trotzdem poppt das immer mal wieder hoch. Also wie wird das, ich sag mal, juristisch eingeschätzt und wie schätzt man sowas auch politisch in der EU ein? Okay. Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage, jetzt muss ich mal auf den Zettel gucken, damit ich es richtig sage. Es ging ja vorhin um die Wertekommission und um die Europakommission. Wer definiert denn die gemeinsamen europäischen Werte? Was ist denn die Quintessenz all dessen? Ich will Ihnen ganz kurz ein Erlebnis schildern, was mich in den letzten Wochen umgetrieben hat. Ich hatte jetzt das Vergnügen, mit Etihad zu fliegen. Der Fluglinie. Der Fluglinie. Etihad. Etihad. Gehört zum Vereinigten Arabischen Emiraten. Vor jedem Flug, also ich bin 4-mal mit der gleichen Linie geflogen, mit Umsteigen, vor jedem Flug wurde auf Arabisch logischerweise in arabischer Sprache ein Gebet gesprochen bezüglich eines guten Fluges. Da habe ich mir so vorgestellt, was wäre, wenn das die Lufthansa macht? Wir reden über Werte. Wir reden über das christliche Abendland. Nee, ich muss da nicht sorry sagen. Über das christliche Abendland. Wo verteidigen wir, wo sind unsere Werte, wie leben wir unsere Werte?
Das wäre für mich ein Thema, wo ich gerne einfach mal das in die Diskussion einbringen möchte. Ich glaube, das, das Thema Reparationen kann man, glaube ich, ganz relativ schnell sagen, wie der Stand der Dinge ist. Kann da einer von uns? Ja, man kann das sehr einfach beantworten. Also erstmal, die Kriterien und die Werte sind festgelegt worden von einem Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs der EU, in den sogenannten Kopenhagener Kriterien. Das war ein Gipfel in Kopenhagen, deswegen heißen sie so. Und da steht drin, welche Bedingungen ein Land erfüllen muss, damit es Mitglied der EU werden kann. Unabhängigkeit der Justiz, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Also eigentlich das, was wir im Grunde um den Kanon, den wir im Grundgesetz auch haben. So. Das nächste ist, es gibt die Europäische Grundwertecharta. Die ist auch mal beschlossen worden und da steht das genauso drin. So. Dazu gehört unter anderem die Religionsfreiheit. So. Ich habe Spaß an Ihrer Idee, dass bei der Lufthansa ein Gebet gesprochen wird. Ich würde sagen, wie das in einem Land, in dem hier inzwischen die Mehrheit konfessionslos ist, wie das da aufgenommen würde, weiß ich nicht. Aber ich will nicht wissen, wie viele Stoßgebete gebetet werden, wenn man im Flugzeug hinsitzt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das kann eine Airline halten, wie sie will. Ne? Ich weiß nicht, ob die verpflichtet sind, Gebete zu sprechen. Und das Verhältnis zum Gebet und das Verhältnis zu Gott, Allah, ist in den verschiedenen Kulturen anders. Das ist eine kulturelle Frage. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, damit man seine Werte verteidigt. Ich glaube, das kann man auch auf andere Weise tun. Vielleicht auch noch dies, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Emiraten und der Europäischen Union insofern, als wir keine Staatsreligion haben. Und wenn eine staatliche Fluglinie in einem Staat, der eine Staatsreligion hat, ein Gebet sagt, ist das nochmal was anderes, als wenn wir in einer in der Hinsicht offenen Gesellschaft, pluralistischen Gesellschaft, plötzlich von einer staatlichen, Lufthansa ist mehr oder weniger staatliche Gesellschaft, auch ein Gebet gesagt bekommen, ganz abgesehen von den Überlegungen, die Herr Krause genannt hat, in einer Gesellschaft, die es nicht mehr ist. Ich selbst bin eine praktizierende Katholikin, aber ich würde nicht erwarten, dass die Fluggesellschaft ein Gebet am Anfang, denn ich würde das einfach für irreführend halten. Das mit dem christlichen Abendland, das wäre noch mal eine gesonderte Diskussion, glaube ich, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Sie haben die andere Frage nach Reparationen noch gestellt. Die ist eigentlich nicht in drei Sätzen zu beantworten, aber man kann, glaube ich, so viel sagen. Rechtlich, das vertritt die Bundesregierung auch und hat die Vorgängerregierung auch vertreten, sind diese Fragen abgeschlossen, rechtlich. Sie sind abgeschlossen in einem Verfahren der deutschen Regierung, gerade im Zusammenhang mit dem 2+4-Vertrag, das schon ein bisschen schwierig ist psychologisch für die Länder rundherum, denen wir ganz viel zerschlagen haben in ihrer Volkswirtschaft. Nämlich insofern, als 1952, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, ein Londoner Abkommen geschlossen worden ist darüber, dass all die Fragen der Reparationen aufgeschoben werden für einen Friedensvertrag. Dass also Reparationen nicht weiter gezahlt wurden, außer an Israel, aber zum Beispiel auch nicht an Polen und auch nicht an Griechenland. Und dann hat die Bundesregierung klar festgelegt und durchgesetzt, dass die 2+4-Verhandlungen natürlich nicht Friedensvertrag genannt wurden. Dieser Begriff kommt da nicht vor, obwohl es funktional ein Friedensvertrag war. Und das haben sie natürlich deswegen gemacht, weil auf diese Weise Reparationen beendet waren, ein für alle Mal. Dann war diese Gelegenheit, es beim Friedensvertrag zu machen, nicht mehr drin. Wenn Sie sich jetzt in die Lage von zerstörten Ländern versetzen, dann würden Sie wahrscheinlich auch sagen, also ganz fair ist das nicht. Man muss nun dazu sagen, wenn wir heute als Bundesregierung oder als Deutschland das alles
wieder gut machen wollten, was wir an Schäden angerichtet hätten, dann wären wir auch pleite, sozusagen. Realpolitisch, glaube ich, ist das nicht mehr drin. Aber mit Polen hat man zum Beispiel das deutsch-polnische Jugendwerk, man hat die Zwangsarbeiterentschädigung, man hat versucht, da etwas sozusagen kompensatorisch zum Ausgleich zu machen, was nie an das rangereicht ist, was wir alles zerstört haben. Aber immerhin. Aber ich will sagen, der Trick sozusagen es auf einen Friedensvertrag zu vertagen und den Friedensvertrag dann nie abzuschließen, ist schon beachtlich nach meiner Sicht. Man könnte auch noch was anderes sagen, aber ich will nicht zu lange reden. Die beiden Herren möchten noch was ergänzen. Ich würde auch noch mal was zu den Werten sagen. Also ich habe den Eindruck, dass wir schon nach wie vor in der Europäischen Union die gleichen Werte teilen. Dass wir jetzt Tendenzen haben, dass die Nationalstaaten eine höhere Bedeutung haben oder dass auch innerhalb unserer Länder in der EU auch national orientierte Kräfte und auch vielleicht extremere Kräfte mehr Einfluss gewinnen. Das ist so. Das ist auch kein Phänomen von Deutschland oder von Polen oder Ungarn. Das ist, glaube ich, überall eine gewisse Tendenz. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt auch meine polnischen und tschechischen Kollegen sehe, dass wir nach wie vor die gleiche Wertebasis haben. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber das ist, glaube ich, bisher nicht in Frage gestellt. Aber es ist eine gewisse Gefahr gegeben und demzufolge müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, was uns zusammenhält, was uns verbindet. Das sind letzten Endes auch unsere grundgesetzlich vereinbarten Werte, aber die sehe ich jetzt gegenwärtig nicht in Frage gestellt. Und was die Reparationen angeht, muss man natürlich so manche Diskussionen immer auch in den zeitlichen Kontext einordnen. Wir haben gegenwärtig in Polen Wahlkampf, das ist eine gewisse Rhetorik, die dort mit an den Tag gelegt wird, die wir auch immer wieder mal hören. Ich selber habe sehr enge Beziehungen nach Polen, meine Frau ist Polin, also von daher habe ich die Hälfte der Familie da drüben, spreche auch Polnisch. Ich habe nicht den Eindruck, dass das die Mehrheitsmeinung im gesamten Land ist oder dass da eine Agenda dahinter liegt, jetzt die Reparation tatsächlich so einzufordern. Ich vermute, das wird jetzt im Zuge einer gewissen Polarisierung auch so kommuniziert, auch medial kommuniziert, aber ich würde das jetzt nicht ernster nehmen, als es immer wieder auch diskutiert wurde. Ich will nur zu den Reparationen was sagen. Die Fälle sind nicht gleich. In Griechenland gibt es einen Punkt, wo ich finde, da haben die Griechen recht. Moralisch jedenfalls. Die Nazi-Besatzer haben die Griechen gezwungen, eine Kriegsanleihe zu zeichnen. Also ein Wertpapier zu kaufen. Und das hat Deutschland nie zurückgezahlt. Und das die Nazis haben noch gezahlt, aber nachdem das demokratische Deutschland hat die, ich glaube nicht, dass die in der Nazi-Zeit noch zurückgezahlt was gezahlt. Die haben es bedient. Jedenfalls, da ist so ein Punkt, wo ich sage, da sehen wir nicht so gut aus. Bei Polen, da sehe ich, das ist einfach ein Instrument in der innerpolnischen Diskussion. Und ich bin dann immer beeindruckt, dass dann, wenn man mit Polen darüber redet, dass die so völlig außer Acht lassen, dass sie nach dem Krieg von unserem Land einen großen Teil des Gebietes bekommen haben. Ja, sie haben dafür an die damalige Sowjetunion auch Land abgeben müssen, was heute zur Ukraine gehört. Aber von uns haben sie einen großen Teil unseres Staatsgebietes bekommen. Und das ist, finde ich, nicht. Also wenn ich da so, ich war heute Mittag in Görlitz und guckte da rüber und dachte nur, wenn dieser scheiß Hitler nicht gewesen wäre, dann wäre das andere Ufer noch deutsch. Nicht? Und wenn ich durch Pommern fahre oder in Stettin bin oder nach Danzig fahre und so. Und ich meine, wir müssen da nicht jammern, das hat unser Land selbst verursacht. Aber dass Polen von uns nichts gekriegt hat zur Entschädigung, das stimmt auch nicht. Aber wenn ich da ganz kurz was zur Formulierung sagen darf. Also wir haben das ja den Polen nicht gegeben, sondern das war eine Entscheidung der Alliierten. Und in Deutschland war es ein ganz langer innenpolitischer Streit, ob wir dem dann als Deutsche sozusagen zustimmen und damit unseren Frieden machen. Also für die Polen sieht das dann nochmal aus. Und dann möchte ich noch ein zweites sagen, und das ist jetzt vielleicht für Sie verwunderlich. Mein Vater ist im 19. Jahrhundert geboren, 1897, und ist freiwillig in den Ersten Weltkrieg gegangen, sofort verschüttet worden und wollte von da ab nichts mehr davon wissen. Und wenn wir in den 50er Jahren über den Brenner
mit einem kleinen Auto hinter den Lastern herfuhren und dann da Alto Adige und Bozen und diese Gegend fuhren. Franzensfeste, Fortezza im Italienischen. Dann hat er immer ironisch gesagt, Franzensfeste. Und damit meinte er, karikierend, wie wichtig ist es doch, dass das nicht italienisch, sondern österreichisch oder deutsch ist. Und was Sie jetzt gesagt haben, was mir sehr imponiert, aber das ist für mich ein Anlass zu sagen, mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, ob das deutsch oder polnisch ist. Also emotional, dass wenn ich da gelebt hätte und meine Heimat verloren hätte und nicht mehr hin könnte, das wäre natürlich was ganz anderes. Weil Sie sagen, dieser scheiß Hitler, wenn das jetzt der nicht gewesen wäre, wäre das noch deutsch. Ich kritisiere Sie nicht, ich möchte das einfach nur sagen, das ist eine Frage der emotionalen Reaktion. Sie haben völlig recht, meine Eltern haben im heutigen Polen ihre Heimat verloren. Ja. Meine Mutter war Ostpreußin, mein Vater Breslauer. Und das kann Ihnen sagen, das Gefühl, heimatlos zu sein, das kennen wir auch von anderen, das setzt sich über Generationen fort, bis zu meinen Töchtern. Aber Sie haben völlig, einer der großen Vorteile Europas, wenn ich wollte, könnte ich jederzeit nach Breslau ziehen und erleben oder nach Ostpreußen. In der Tat, welcher Staat das ist, spielt inzwischen eine sehr viel geringere Rolle. Ich müsste mich nach anderen Gesetzen richten. Ich glaube, in Polen müsste ich irgendwann auch dann mal Polnisch lernen, wenn ich da leben wollte. Das weiß ich wohl. Die paar Brocken, die ich kann, die sind allerdings auch tief in meinem Gedächtnis. Aber einer der großen Vorteile Europas, das stimmt. Wir machen nicht genug draus. Das ist so das, was Sie vorhin beschrieben haben mit Ihrer Bahnlinie. Wissen Sie, woran ich gedacht habe? Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine ähnliche Geschichte aus Luxemburg gehört. Sie müssen noch froh sein, dass der Lokführer nicht für die paar Kilometer, die er durch Polen fährt, in Polen Sozialversicherung zahlen muss. Und da sehen Sie, wie manchmal gute Sachen karikiert werden. Es gibt einen Fall, eine Buslinie, die fährt durch die Eifel nach Luxemburg. Und das ist ein luxemburgischer Bus. Und das gab ein irres Theater. Wo wird der Busfahrer versichert? Für die Strecke, die er da in Deutschland unterwegs ist. Wissen Sie warum? Wir hatten, Sie erinnern sich alle, nach der Wende, als in Berlin gebaut wurde, wie blöd, da waren da lauter portugiesische Bauarbeiter, die mit der billigen portugiesischen Sozialversicherung den deutschen Bauarbeitern Konkurrenz macht. Da hat man Entsenderegelungen gefunden, damit das nicht mehr passiert. Wir haben gesagt, wenn einer in einem Land arbeitet, dann soll er zu denselben Bedingungen sozial versichert werden wie die Einheimischen. Das ist aber genau das. Das führt dazu, dass der Busfahrer aus Luxemburg, es ging eigentlich um die Frage, kann man dieses 49-Euro-Ticket nicht auch grenzüberschreitend machen? Es wird ein großes Vergnügen werden, aber Sie sehen, dass selbst gute Sachen manchmal zur Karikatur werden. Und das ist das, womit Sie sich in den Grenzregionen dann rumplagen müssen. Das wird da, in Kassel merkt das kein Mensch, aber bei Ihnen, da merkt man das. Aber in Aachen auch. Jetzt geben wir dem Herrn Mayer noch kurz die Gelegenheit, noch kurz was, und dann würde ich gerne weiter mit den Fragen am Publikum. Ich will nur noch was zur Dreiländerregion sagen. Es ist ja richtig, dass hier die Region auch durch Flucht und Vertreibung geprägt ist und dass sehr viele auf polnischer Seite auch nicht ursprünglich von hier kommen, sondern hierher die vorhergehende Generation vertrieben wurde. Und interessanterweise, wir leben hier in der Oberlausitz und viele Polen identifizieren sich auch mit der Lausitz, mit der Oberlausitz. Und das ist eigentlich was Verbindendes, wo man eben dann die Identität gar nicht in dem Nationalstaat sieht, sondern in der Region, in der man lebt. Und es ist durchaus dann grenzüberschreitend gelebt. Weitere Wortmeldungen aus dem Publikum. Maxi. Ja, wir haben hier vorne zwei. Ich habe auch schon fleißig Zettel gesammelt. Schönen guten Abend. Sie sind Herr... Ich bin Pfarrer Stefan Bickhardt und leite die Evangelische Akademie Sachsen. Und meine Frage zielt auf das Europa des Alltags, das Europa der Bürger, das Europa, das Fantasie und Emotionen bei uns weckt, das wir sozusagen wollen. Ich bin geprägt von Aktion Sühnezeichen, habe erlebt, wie in den 70er, 80er Jahren für mich als Jugendlicher ein großes Interesse von West nach Ost ging und von Ost nach West. Als würde der eiserne Vorhang dieses Interesse geradezu hochpeitschen. Viele, viele Menschen haben
gefragt, was ist auf der anderen Seite? Und heute habe ich oft das Gefühl, dass diese emotionale Verbindung weg ist, dass sozusagen das Europa der Institutionen, das Europa der Gerichte, das Europa des Parlaments, der Kommission und was wir nicht alles Ministerrat aufzählen können, das ist das, was immer so über uns kommt. Und wir haben auch keine gemeinsame Verfassung, nur einen Verfassungsvertrag. Und deshalb frage ich nach dem Europa des Alltages, dem Europa der Bürger. Warum gibt es nicht so etwas wie einen Arte-Kanal Deutsch-Tschechisch-Polnisch? Warum ist das deutsch-polnische Jugendwerk finanziell schlechter ausgestattet als das deutsch-französische? Warum gibt es nicht anstelle der alten Friedensfahrt, die viele in Ost und West, was Ostdeutschland und Polen jetzt gemeint ist, noch sehr gut kennen. Und wir sagen, wir machen eine Freiheitsfahrt entlang der Grenzen. Wo ist die Initiative, die bürgernahe Initiative für Europa? Da will Herr Mayer sofort antworten. Vielen Dank. Ja, also so negativ sehe ich das nicht. Da gibt es ganz viele Initiativen, wo Europa im Kleinen, im Alltag gelebt wird. Ob das der Sport ist, wir hatten jetzt vergangene Woche erst die sächsisch-böhmischen Orientierungslauftage, die seit Jahren eine Institution sind. Wir haben ganz viele Bereiche im Tourismus, wo eng zusammengearbeitet wird, wo die Kommunen miteinander arbeiten. Wenn ich Bürgermeister Polker sehe, er hat eine ganz enge Partnerschaft nach Tschechien beispielsweise. Also ganz so ist es nicht. Ich rede von dem großen Europa. Ja gut, aber Sie haben jetzt... Von den Warschauern, von den Leipzigern. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir tatsächlich auf der Ebene dann besprechen müssen, wo es konkret werden kann. Aber hier im Alltag gibt es eine ganze Reihe von Themen, wo wirklich miteinander eng gearbeitet wird. Ob das jetzt auch Facharbeitsgruppen sind im Bildungsbereich. Wir haben eine Landesstelle Nachbarsprachen hier in der Region, die eben die grenzüberschreitende Sprachausbildung im Kita-Bereich insbesondere pflegt, wo es ganz enge Verquickungen gibt mit regelmäßigen Besuchen von Kitas aus Tschechien, aus Polen, in Deutschland und umgekehrt. Also kann ich eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen. Wir haben auch kulturübergreifend, also ein Kalender, ein Veranstaltungskalender. Also man muss die Dinge dann auch natürlich wahrnehmen, die es gibt und mit Leben füllen. Das kann man immer noch alles besser machen. Aber dass Europa jetzt im Alltag gar nicht so stattfindet, kann ich zumindest hier für die Drei-Länder-Regionen nicht bestätigen. Vielleicht mal zugespitzt die Frage, machen wir uns unter Umständen durch das, was wir real von Europa erleben und wahrnehmen und wie wir es in Politik und so weiter verhandeln, die schöne Idee von Europa ein bisschen kaputt und die Vision, da würden Sie widersprechen? Ich finde, wir sollten von Europa nicht mehr erwarten als von unserem eigenen Land. Wie viel wissen Bayern von den Friesen und umgekehrt? Wie viel wissen Westdeutsche von Ostdeutschen und Ostdeutsche von Westdeutschen? Wie gut kennen wir uns? So, umgekehrt, in Europa ist es inzwischen ziemlich normal, dass über die Grenzen hinweg geheiratet wird. Ich erlebe, da sage ich gleich, wo der Mangel ist, aber ich erlebe das sehr oft, junge Leute, die studieren, auch in anderen Ländern studieren, wenigstens für die berühmten Erasmus-Semester. Ich sage, was der Mangel ist. Der Mangel ist, dass wir das einer Elite ermöglichen, die Fremdsprachen kann. Wir bräuchten das eigentlich, es gibt es sogar auch so im handwerklichen und im Facharbeiterbereich, aber es ist sehr viel schwerer, wenn Sie in einen dänischen Handwerksbetrieb gehen wollen, dann müssen Sie halt Dänisch können und das kann bei uns in der Regel, außer in der Gegend da um Flensburg, keiner. So, wenn Sie an eine andere fremde Uni gehen, heute wird ganz oft auf Englisch studiert an Universitäten, ja, da können Sie auch irgendwo in Pamplona oder wenn Sie Französisch gelernt haben, in Montpellier oder sowas studieren und dort eine andere Erfahrung machen. Also da wäre mehr möglich, aber das hängt eher an den Sprachkenntnissen. Und viele Dinge, die Sie genannt haben, da sage ich, machen Sie es. Es hindert Sie keiner, eine Friedensfahrt oder eine Freiheitsfahrt zu organisieren. Das muss nicht die Politik machen. Das müssten die Radsportverbände machen. Ich vertraue eigentlich immer darauf, wenn das Bedürfnis danach da ist, dann passiert es meistens auch. Wenn bei so einer Idee alle sagen, oh, das wäre aber super, das ist vielleicht sogar ein Geschäft oder das könnte man vermarkten oder sonst was, dann würde es passieren. Wenn es nicht passiert, ist das Bedürfnis möglicherweise auch nicht so da.
Aber ich glaube, dass wirklich, da würde ich dem Landrat recht geben, es passiert ganz viel in Europa. Und ob es wirklich mehr sein muss, als wir das im eigenen Land haben. Also ich darf noch kurz was sagen. Es ist natürlich auch das Problem, das, was einem selbstverständlich wird, wo Hindernisse abgeräumt sind, das kann man kaum noch richtig mit Bewusstsein wertschätzen. Also wenn man noch durch das Europa vor Schengen gefahren ist und überall die Grenzen hatte und überall warten musste auf den Straßen, weil das alles blockiert war. Wenn man noch, was viel schlimmer für mich ist, an eine Zeit denkt, wo die nationalen Medien gegeneinander gehetzt haben. Aber da ist jetzt zum Beispiel der Staatsrundfunk von Polen keine Freude. Also ich habe wirklich seit den 60er Jahren mich um deutsch-polnische Verständigung bemüht. Aber die jetzige Regierung nutzt das auch aus. Und auch wenn man jetzt das mit den Reparationszahlungen als Wahlgetöse nimmt. Es kriegt ja Dynamiken. Denn sie machen dann Anträge im Sejm, wo auch die Plattforma Obywatelska, also die Bürgerplattform, nicht dagegen stimmen kann, um sich nicht die Attacke zu holen, weil es so formuliert ist, nicht die Attacke zu holen, dass sie vielleicht unpatriotisch sind. Das heißt, da wird Gift gestreut, um Machtvorteile zu haben. Da habe ich auch gar keine Sorge, dass dieser polnischen Partei PiS, die hat auch Mitglieder, die sind okay, aber dieser polnischen Parteiführung schwer anzukreiden, denn sie hat schon ziemlich viel zerstört. Aber das ist ein Gift, was sonst eigentlich nicht mehr da ist. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass das in erster Linie dort verbreitet wird, wo es sehr starke rechte nationalistische Regierungen gibt, die auch versuchen, das typische Modell der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz zu unterminieren. Das geht ja immer zusammen. Und da muss man intern gegen kämpfen. Übrigens, Herr Krause, Sie haben ja völlig recht. Ich glaube aber, wir haben alle nicht erwartet, dass wenn die Länder mal die Bedingungen des Beitritts zur Europäischen Union erfüllt haben, dass die wieder dahinter zurück wollen. Also ich glaube, die Idee... Warum? Hitler ist demokratisch gewählt worden. Ja, gut, also die Demokratie kann sich selbst abschaffen. Ja, das ist die einzige Staatsform, die sich selbst abschaffen kann. Das ist mir theoretisch durchaus bewusst. Ich habe damals faktisch, empirisch keine Debatte darüber gehört und keine Frage in der europäischen Öffentlichkeit, was passiert eigentlich, wenn die Mitglieder, die einmal aufgenommen worden sind, weil sie einen Standard erreicht haben, den Standard wieder verlieren. Ich habe auch nicht erwartet, dass es in Polen zu einer solchen Tendenz kommt, wo meine Generation, die Michnik, die Gazeta Wyborcza und alle, die selbstverständlich für dieses Modell, westliche Modell der Demokratie waren, ich habe nicht erwartet, dass die sich in diese Richtung entwickeln, das muss ich sagen. Und ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich war nicht die Einzige, die so naiv war, sondern sonst hätte man es sich ja überlegt. Ob man flächendeckend so. Ja, eben. Und das ist einfach was, was man historisch lernen muss. Wir wissen das theoretisch. Wie gesagt, wer immer sich mit 33 befasst hat, weiß das natürlich. Aber wissen trotzdem. Wir es nicht praktisch? Wie bitte? Wir wissen es doch ganz praktisch aus der eigenen deutschen Geschichte. Ja, ich sag ja, wer immer sich mit 33 befasst hat, der weiß es. Ich habe diese Fragen schon gestellt, aber ich kann Ihnen sagen, Sie haben völlig recht. Europa ist zum Teil auf einem Prinzip Hoffnung errichtet, das aber ein ziemlich bröseliges Fundament ist. Ich kann Ihnen sagen, ich gehöre ja zu den Überlebenden von Maastricht. Ne? Ich habe diese ganzen Verhandlungen über den Maastrichter Vertrag mitgemacht und sah in allen schönen Details. Diesen Vertrag konnte ich am Ende nahezu auswendig. Also, aber es war auch der einzige, den ich auswendig konnte. So, ich habe damals dem zuständigen deutschen Verhandler, das war nicht Theo Weigel, der musste immer nach München an dem Verhandlungstag in den CSU-Vorstand, weil ihm der Stoiber im Nacken saß. So, also hat sein Staatssekretär Horst Köhler die Verhandlung geführt. Und Sie erinnern sich, der Maastrichter Vertrag kannte keinen Stabilitätspakt. Der kannte Kriterien, wie man in die Währungsunion kommt. Und wenn man drin war, gab es nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso glauben Sie, dass das funktioniert? Das ist eine Frage der Wirtschaftskultur. Da sind Dinge im Verhalten der Völker, die ganz schwer einzufangen sind. Dann hat der gute Herr Köhler mal zu mir gesagt, Herr Krause, Sie sind ein Pessimist. Der schwäbelte ja so ein bisschen. So,
Wir haben dann später gesehen, dass er geirrt hat und meine Witterung nicht so ganz falsch war. Er wurde Bundespräsident anstelle von ihm und ich bin ein kleiner Reporter geblieben. So, das war also gut, klein war und wirklich nicht. So. Nein, aber zum Beispiel, das ist so. Ich weiß ja, dass Sie da in dieser Frage der Währungsunion ist. Lassen Sie mich das bei der Gelegenheit mal sagen, damit wir mal wissen, wie bedeutsam Kultur ist in solchen Fragen. Wir Deutschen sind ein Volk, das sagt, besser es geht mir schlecht, Hauptsache es geht meinem Staat gut. Wir haben das nicht gern, wenn unser Staat hoch verschuldet ist und wir schlucken eine Steuerlast, die beachtlich ist. Im Süden Europas ist das völlig anders. Und das Resultat ist, dass in den deutlich höher verschuldeten Ländern der EU, auch der Eurozone, die privaten Vermögen deutlich höher sind als in Deutschland. Wenn Sie man nimmt da nicht das Durchschnittseinkommen oder das durchschnittliche Vermögen, sondern den sogenannten Median, den mittleren, so, weil das die bessere Größe ist. Das mittlere Vermögen ist in Italien 40% höher als bei uns. Ja, aber stopp. Ich muss jetzt hier, so. Wir kommen leider vom Hundes ins Tausend und haben noch ganz viele Fragen im Publikum. Nein, das heißt, bitte Ihren Gedanken zu Ende, dann würden wir gerne die Fragen weitermachen. Wenn der italienische Staat eine Vermögensabgabe von seinen Bürgern fordern würde, dann wäre er sehr schnell schuldenfrei. Da müsste noch nicht mal das Ganze, es wäre ein Bruchteil der Vermögen. Aber dass der natürlich dann lieber sagt, ihr Deutschen seid mal solidarisch mit uns, wenn wir hier ins Schleudern kommen, das ist mir schon klar. Also dieses ist eine Sicht, es gibt auch andere Sichten zu dem Problem. Statistik. Gut, Maxi, wir haben ganz viele Fragen und noch zwei Wortmeldungen. Bündel erstmal das, was du auf den Zetteln hast und dann nehmen wir die nächsten beiden Fragen. Genau, das wollte ich auch machen. Ich würde gerne ein, zwei Fragen von den Zetteln nehmen. Und zwar in Bezug auf die Zukunft von Europa, wird oft geredet von Westeuropa und Osteuropa, gefühlt zumindest. Warum nehmen wir so wenig den Balkan in den Blickpunkt, außer in Fragen der Migration, heißt es auf dem Zettel. Darf ich was dazu sagen? Ich würde ganz kurz vorschlagen zum Prozedere, dass wir etwas kürzere Antworten machen und es müssen auch nicht alle drei immer. Nein, machen Sie erstmal gerne den Balkan. Wenn Sie dann eine gute Antwort haben, dann ist das schon mal hilfreich. Ich wollte hier nur sagen, dass Scholz ja nicht einfach den traditionellen Satz gesagt hat, wir wollen Erweiterung und Vertiefung, sondern er will jetzt ausdrücklich die Osterweiterung auf dem Balkan, die steht ja an. Und das ist eine, wie ich finde, sehr vernünftige Politik. Denn wir müssen sehen, dass in der Veränderung der geopolitischen und weltordnungspolitischen Vorstellungen der Balkan durchaus ein politisches Ziel von zwei Staaten ist, die nicht unbedingt für westliche Demokratien und Europa sind, nämlich von Russland und China. Und da gibt es historische, von Russland her natürlich, historische Verbindungen, aber es gibt auch ganz ausdrückliche ökonomische Versuche, den Balkan mit Krediten, Griechenland, Bulgarien und so weiter, mit Krediten so an Russland und China zu binden, dass sie damit auch die Europäische Union etwas schrecken können. Und der Punkt ist, dass diese Länder, auch Nordmazedonien, dass die sehr lange hingehalten worden sind oder jedenfalls nicht aufgenommen worden sind und man den Eindruck hatte, es wird nicht so ernsthaft gemacht. Diese Aufnahme wird nicht so ernsthaft betrieben. Dass das auch ein Problem ist, deswegen redet Scholz ja jetzt immer von den Mehrheitsentscheidungen, ob man das so durchziehen kann, ist nochmal eine neue Frage. Dass das ein Problem ist, wenn man das immer weiter erweitert, also damit diese Vertiefung und Erweiterungsproblematik aufkommt, will ich nicht bestreiten. Aber es ist sehr spezifisch für diese Region gedacht. Okay, vielen Dank. Gleich die nächste Frage aus dem Publikum. Ja, da heißt es, im deutsch-französischen Verhältnis hakt es. Beispiele China-Strategie, gemeinsame Rüstungsprojekte. Woher nehmen unsere Podiumsgäste den Optimismus, dass das Verhältnis bzw. die Kommunikation besser wird? Jetzt testen wir mal, ob Herr Krause da eine Minuten-Antwort hinkriegt. Oder kürzer. Sie wissen, kurz ist schwerer als lang. Aber den Optimismus nehme ich da. Die Deutsche und Franzosen haben sich auch in der EU immer geprügelt. Die berühmte deutsch-französische Achse ist nicht von Harmonie geprägt gewesen, sondern es war meistens so, wenn diese beiden Länder sich einigen konnten auf einen Kompromiss, haben sich in diesem Kompromiss auch fast immer alle anderen wiedergefunden.
Und das wird irgendwann auch passieren. Aber man muss nicht über jedes Stöckchen springen, was Frankreich uns hinhält. Es wäre aber manchmal ganz gut, wenn wir wenigstens da anfangen würden zu diskutieren. Die großen Reden von Macron am Beginn seiner Amtszeit, die in Berlin damals von Merkel einfach ignoriert worden sind, gar keine Antwort gekriegt haben, das war schon sehr blamabel. Denn Macron hat einen Punkt genannt, den ich sehr spannend fand, hat noch kein französischer Präsident vor ihm gesagt. Er hat von der europäischen Souveränität gesprochen, die es herzustellen gelte. Und das ist, finde ich, aber die Frage, was heißt das eigentlich, Europa souverän zu machen in der Welt? Das wäre eine spannende Diskussion gewesen, die hätte Antworten, auch Gedanken aus Berlin verdient. Die gibt es aber bis heute nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ist aber ein Jammer. In dem Fall hat er recht gehabt. Vielen Dank, Maxi. Ja, wir haben, das war eine Minute. Wir haben weitere Wortmeldungen. Okay. Schönen guten Abend, Sie sind der Herr? Hartmut Jens, Steifenerstoff. Ich stimme den Eingangsüberlegungen, Herr Krause, zu Europa, die Sie geäußert haben, sehr zu. Sie haben auch zu Recht gesagt, Hochkulturen sind viele schon untergegangen und die Gefahr besteht auch. Man muss aber auch mal sagen, es gibt eine Hochkultur und das ist China. Die ist gerade wieder dabei, sich in einer Art zu etablieren, was keiner vor 10 oder 20 Jahren für möglich gehalten hat. Und ich wage die kühne Prophezeiung, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, leider wird das noch eine Weile dauern, ist China die absolute Weltmacht Nummer 1. Aber meine Frage, die in die europäische Richtung geht, die ist noch ein bisschen dick anders. Ich habe mal bei einem Historiker gelesen, und ich glaube, es war Christopher Clark, der geschrieben hat, nach seinen ganzen Betrachtungen zum Ersten Weltkrieg, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und ich sehe das auch so, dass es gibt in der Europäischen Union unterschiedliche politische Interessen, unterschiedliche ökonomische Interessen, unterschiedliche militärische Interessen. Und wenn ich mir das Gezetere um die Unterstützung der Ukraine angucke, bevor man 200 Panzer zusammenkriegt, die für einen Angriff auf 10 Kilometer Front reichen und nicht mehr bei einer Front, die 1300 Kilometer lang ist, dann habe ich schon große Bedenken, dass nicht die Interessen bei allen Zustimmungen in den schönen Reden zu den Werten oder französische Verteidigungsindustrie, Airbus und andere Dinge doch immer ein spalterisches Element haben und große Herne Werte gefährden, zumindest verlangsamen. Herzlichen Dank. Ich würde die beiden, auch so. Ich würde die beiden Punkte mitgeben. Fangen wir vielleicht hinten an und gehen dann noch auf China. Ist es so, würden Sie die Wahrnehmung teilen, dass ich sage es nochmal, Staaten keine Freunde haben, sondern nur Interessen und dass wir quasi über Interessen und nationale Interessen verhandeln in Europa? Ich fände es jedenfalls nicht schlecht, wenn es so passiert. Also manchmal haben Länder auch Freunde, aber das ist wetterwendisch, würde ich sagen. Aber wir haben Interessen, aber wir haben auch gemeinsame Interessen. Und Sie haben völlig recht, es ist manchmal unheimlich schwer. Also wenn ich mir vorstelle, wie die europäischen Staaten zum Beispiel geben für Militär mehr Geld aus als die USA, sind wir effizienter bei diesem Geld ausgeben? Nee. Warum? Weil wir alle unser eigenes Ding machen. Wenn wir es gemeinsam machen, kann ich Ihnen sagen, fängt der Kampf an. Wird der Panzer in Frankreich gebaut oder in Deutschland oder noch woanders? Wird das Flugzeug gebaut? Sie wissen, wie der Airbus gebaut wird. Da gibt's das Cockpit wird in Frankreich gebaut, die Tragflächen und der Rumpf zum Teil in Deutschland, wieder andere Teile in Großbritannien, zum Teil in Spanien. Und das wird dann mit Riesenfliegern alles irgendwo nach Toulouse geflogen und dann wird's da zusammengebaut. Ist erstaunlich, dass es trotzdem funktioniert. So, aber wir haben diese Kämpfe andauernd und wir haben sie auch mit Frankreich andauernd. Glauben Sie doch nicht, dass Macron Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen hat, weil er so gerne eine Deutsche da sehen wollte. Er wollte verhindern, dass ein deutscher Präsident der Zentralbank wird. Und das war am besten zu verhindern, wenn die Deutschen schon die Kommissionspräsidentin haben. Punkt. So. Genialer Schachzug. Ich hätte gerne, dass unsere Diplomatie genauso gut wäre. So, dann, man muss das in Rechnung stellen. Das spricht alles nicht gegen Europa. Nochmal, früher haben wir uns mit solchen Fragen die Köpfe eingeschlagen. Tun wir heute nicht. Heute können wir uns mal ärgern oder sonst was.
Das gemeinsame Interesse ist trotzdem immer noch stärker. Und dass wir die Naivität, von die wir in einem anderen Punkt gehabt haben, die haben wir natürlich auch mit der sogenannten Friedensdividende gehabt. Ich habe auch nicht gedacht, dass Russland einen Angriffskrieg anzettelt. Ich habe immer gedacht, das ist ein Land, das weiß, was Krieg bedeutet. Das hat es bitter, bitter erfahren. Und dass die nochmal sowas anfangen könnten, nur weil die Ukraine sich anders entwickeln will. Und das war ja ganz lange Zeit so, dass die Ukraine an Europa ranrutschte mit einem Präsidenten, der ein Putin-Mann war. Ich weiß, ich habe das miterlebt, wie in Brüssel alle überrascht waren, als plötzlich genau dieser Mensch zwei Wochen bevor der Vertrag über die Assoziierung der Ukraine an die EU unterschrieben werden sollte, er plötzlich sagte, wir unterschreiben dich. Bei der EU dachten sie alle umgekehrt. Die haben alle gesagt, sie können ihn noch dazu bringen, Frau Timoschenko aus dem Knast rauszuholen, weil die da mies behandelt wurde, nicht gesundheitlich versorgt wurde. Die ganze Debatte war so, können wir nicht die Ukraine unter Druck setzen? Diesen Mann, wie hieß der, Janukowitsch hieß er, glaube ich, nicht? Der, so, das war ein Putin-Mann da. So, und als der dann plötzlich auf Geheiß Moskaus nicht mehr unterschreiben wollte, da hat sich dann in der Ukraine diese Widerstandsbewegung gerührt. Und diese Behauptung, das sei vom Westen gekommen. Der Maidan ist nicht vom Westen, im Westen entstanden, der ist in Kiew entstanden. Herr Mayer und Frau Spahn wollten beide antworten. Herr Mayer, fangen Sie mal an. Ich sage immer, Politik ist die Suche nach der Mehrheit. Und natürlich schließt sich nicht aus, dass man eigene Interessen vertritt, aus einer Region heraus, aus einer Person heraus oder auch aus einem Nationalstaat und dann auch als Staatenbund wie die Europäische Union. Also von daher ist das, glaube ich, kein Widerspruch, dass es um Interessensfragen geht. Es ist immer nur die Frage der Ebene. Also ich bin lange genug Abgeordneter gewesen, um zu wissen, dass ich natürlich für meinen Wahlkreis Interessen vertreten habe, aber andererseits dann mit Blick auf den Freistaat Sachsen natürlich auch im Bund Interessen zu vertreten habe oder jetzt auch als Landrat vieles gemeinsam mit meinem Bautzner Kollegen mache, weil wir da einfach als Oberlausitz gemeinsam Interessen vertreten, aber natürlich auch ein Interesse habe, dass beispielsweise die Großforschungseinrichtung bei uns ist. Also das ist völlig normal. Wir müssen es, glaube ich, aber verstehen, dass wir diese gemeinsamen Interessen als Europäische Union auch auf den Punkt bringen und uns dort nicht selber abhängen, gerade was jetzt die Innovationen angeht. Ich teile Ihre Auffassung, was China angeht. Die sind mittlerweile eben auf einem qualitativen Niveau, was Forschung und Entwicklung und Wissenschaft angeht, dass sie uns tatsächlich den Rang ablaufen, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn wir uns als EU nach wie vor im Klein-Klein verstricken und dann andere klotzen und eben halt auch Wirtschaftsinteressen vertreten, dann haben wir am Ende tatsächlich das Nachsehen. Und das ist, glaube ich, die Diskrepanz an dieser Stelle. Also von daher, Interessen und Gemeinsamkeiten schließen sich nicht aus. Ich möchte mich nicht nur dem anschließen, das ist ja auch ein Zeichen der Stärke im Prinzip der repräsentativen Demokratie, die wir sowohl auf nationalstaatlicher als auch auf europäischer Ebene haben, dass die verschiedenen Interessen miteinander vermittelt werden müssen. Es gibt da keinen Königsweg, sondern da muss auch das Urteilsvermögen und das Gewissen, das ist ja auch nach unserem Grundgesetz für die Abgeordneten frei. Das ist der Grund dafür, dass sie dann alleine abwägen und entscheiden sich. Ich möchte aber noch einen anderen Gesichtspunkt einbringen. Es ist ja nicht einfach so, dass Staaten in sich geschlossen Interessen haben. Die sogenannte Staatsinteresse. Wir haben doch sehr viele grenzüberschreitende Interessen und das ist eine große Hilfe, die durch Zivilgesellschaft und andere Gruppierungen vertreten sind. Nehmen Sie das ganze Klimainteresse. Da gibt es doch Gruppierungen und Interessenartikulationen, die nicht von den Staaten einfach bestimmt sind. Es gibt dann innerhalb der Staaten wiederum unterschiedliche Gruppen, die dafür sind, den Verbrennungsmotor zu beenden oder nicht. Aber nur wenn sich das diversifiziert, wenn wir da verschiedene Interessen haben, ist ja die Chance, dass die Staaten nicht wieder wie Blöcke gegeneinander treten, sondern dass wir grenzüberschreitend Koalitionen bilden können. Also sowohl in der Frage des Klimas, aber eben auch in kulturellen Fragen. Und deswegen bin ich da, würde ich jetzt nicht einfach sagen, Staaten, Deutschland hat das Interesse, sondern die Regierung, die wir jetzt haben, hat eine bestimmte Artikulation von Interesse und Frau Merkel und Herr Schäuble haben eine andere Artikulation von Interesse gehabt und hatten auch andere Unterstützer innerhalb Deutschlands für diese Interessen. Also das ist etwas pluralistischer und das ist nicht schlimm.
Ich glaube nicht, dass Europa besser gedeiht, wenn die Staaten sich erstmal alle sozusagen zusammenschließen und dann miteinander verhandeln oder gegeneinander, sondern es ist durchaus gut, wenn es grenzüberschreitend gesellschaftliche Zusammenschlüsse gibt, das verstärkt den europäischen Zusammenhalt. So wie das, wenn Sie eine polnische Frau haben, da können Sie das ja mit Ihrer Verwandtschaft beobachten. Da habe ich dann übrigens auch gesehen, dass sogar in der PiS, bei der ersten PiS-Regierung, die dezentralen PiS-Vertreter sehr viel weniger rabiat waren als die Warschauer PiS-Vertreter. Die waren schon durchaus nachbarschaftlich eher bereit, mit den anderen, auch mit Deutschen, zu kooperieren. Wenn ich die Blicke richtig gedeutet habe von Maxi, dann haben wir noch eine schriftliche Frage und zwei Wortmeldungen. Ist das richtig? Genau. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde bündeln ich sagen, die Wortmeldungen bündeln wir. Genau. Und die Frage bringst du dann noch mit nach vorn. Genau. Schönen guten Abend. Sie sind der Herr? Ja, schönen guten Abend. Frank Peuker wurde ja schon vom Landrat freundlicherweise begrüßt. Thema des Abends war ja Deutschland in Europa. Nun haben wir eine Außenministerin, die ja nicht unbedingt auf der Fahne stehen hat, europäische Politik, sondern feministische. Also da habe ich schon meine Bedenken. Dann haben wir eine Energiepolitik, die einzigartig ist, wo ich von tschechischen Kollegen angesprochen werde, wie kann man denn das beenden? Wo fahrt ihr denn hin? Wo treibt der Tanker Deutschland hin, der ja Europa führen soll? Das sind, ich sage mal, die großen Themen. Nun bin ich Kommunalpolitiker und ich bin ein Freund des Europas, der Regionen. Nun sind wir hier in einer historisch ja sehr schwierigen Region, das ist bekannt, die Grenzziehung Oder-Neiße, auf der anderen Seite die Vertreibung, also es hat ja nach 1945 einen völligen Bevölkerungsaustausch gegeben, sehr viele Vorbehalte. Und die Vorbehalte sind ja dann noch weiter geschürt worden. 1968 sind über das kleine Gebirge die Warschauer Vertragsstaaten einmarschiert und haben den Prager Frühling niedergewalzt. Das hat ja alles nicht zur Vertrauensbildung beigetragen. Und in der DDR waren wir zwar in der staatlich verordneten Völkerfreundschaft, aber eine tatsächliche Freundschaft war ja so nicht gewollt. Also die Grenzöffnungen waren ja sehr spärlich und die Grenzübertritte sehr schwierig. 1981 war dann Polen für uns wieder zu, wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr Solidarność. Und deswegen sind wir ja auch sehr hoffnungsvoll nach 90 gestartet. In Zittau wurde damals visionär die Euro-Region gegründet. Darf ich Sie bitten, die Frage zu formulieren? Ja, Deutsch-Polnisch-Tschechisch, dort will ich hin, Deutsch-Polnisch-Tschechisch, Sächsisch und Polnisch und Tschechisch. Also es gibt nach wie vor nicht die Möglichkeit dieser Dreierregelung oder des Dreierbündnisses, sondern es gibt da sehr umständliche Konstrukte, wo man sich behelfen muss, wo wir uns auch regional behelfen wollen. Aber es fehlt natürlich der rechtliche Rahmen und das macht es in vielen Punkten schwierig. Und wir hatten ja dann die Situation Beitritt zur Europäischen Union unserer Nachbarländern, dann fiel ja auch die europäische Außengrenze mit Schengen. Und dann gab es 2020 eine Situation, die ich mir nicht mehr hätte vorstellen können. Gerade in einer Krisensituation wurden die Grenzen geschlossen. Wir hatten polnisches Militär an der Neiße. Wir hatten hier Grenzübergänge, die geschlossen wurden mit Militär auf der anderen Seite. Und die Menschen konnten sich nicht mehr austauschen. Und der Kommentar unserer sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping war, da könnt ihr mal nicht nach Polen zum Tanken fahren und nicht mal zum Zigaretten holen. Also das war schon ein fehlendes Grundverständnis, teilweise in der Regierung, in der Landesregierung, was für uns das Dreiländereck bedeutet, was grenzübergreifende Zusammenarbeit und das Miteinander bedeuten. Und deswegen meine Frage, genau. Bitte. Wie können wir eigentlich diese Ideen weitertragen und nicht, dass wir in Europa enden, was von Bürokratie und von Formalismus totgeregelt wird. Dann haben Sie schon sind Sie so kurz davor, die Schlussfrage vorwegzunehmen, die wir natürlich am Ende auch mit dem Ausblick wollen. Haben wir aufgeschrieben, wir nehmen noch die andere Wortmeldung und dann besprechen wir die Fragen noch hier vorne auf dem Podium. Guten Abend, Herr. Christian Pawelczyk. Also meine Frage schließt sogar ein bisschen drauf an. Und zwar, ich komme aus Görlitz. Meine Eltern sind aus Oberschlesien in den 90er Jahren hierher gekommen, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Deutschland. Und wir schicken tatsächlich jedes Jahr um die 15.000 Rentner nach Polen, zeigen so ein bisschen, wie schön die Region ist, also als touristisches Unternehmen. Aber ich nehme immer mehr wahr, dass die Rentner eigentlich
nicht so Lust haben auf die Europäische Union und auch unsere Geschäftspartner, weil immer mehr zentralisiert wird. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich anschließen möchte. Also so Europa der Region, Europa der Vaterländer und nicht irgendwie alles zentral in Brüssel. Also ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal in meinem Leben unseren Europaabgeordneten gesehen. Und Stefan Meyer kann ich immer anrufen und auf ein Bier fragen und ihm meine Probleme, sage ich mal, aus der Region erklären. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass da die Europäische Union kaputt gehen wird daran, wenn wir alles zentralisieren. Und dann noch eine kleine zweite Frage. Müssen wir uns nicht in Europa immer mehr auch ein bisschen mehr lieben als Deutschland? Also ich merke das auch in Polen. Die Polen lieben ihr Land, die Tschechen, die Italiener. Warum können wir uns als Deutsche nicht lieben? Wir geben mal Dankeschön. Ihnen als dem Politiker vor Ort hier das erste Wort für dieses Fragebündel, was ja ganz ähnlich war und diese Region hier nochmal in den Blick nimmt. Ja, ich kann das nur von beiden unterstreichen. Ich habe es ja mehrfach auch gesagt, ich bin auch ein Freund Europa der Regionen, weil ich glaube, ein Bundesstaat, wie es vielleicht mancher in der Perspektive anstrebt, wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen gerade diese Vielfalt der Nationalstaaten und auch der Regionen. Ansonsten wird die Europäische Union Schiffbruch erleiden. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, gewisse Formate weiterzuentwickeln. Die Euro-Region ist Gott sei Dank gegründet worden, aber ich glaube, an der Stelle braucht es eben in gewissen Bereichen mehr Verbindlichkeit. Also es gibt ja Konstrukte, der schwere Begriff europäischer Verbund territorialer Zusammenarbeit. Das ist ein Rechtssubjekt, was über alle drei Länder gestrickt werden kann, wo man dann die gleichen Spielregeln, die gleichen finanziellen Rahmenbedingungen auch vereinbaren kann und damit dann auch eine größere Verbindlichkeit hat, als jetzt im Projektgeschäft, wie es Bürgermeister Polker auch beschrieben hat. Und das andere Thema, dass wir unsere Nation auch mehr lieben sollten, das ist das, was mich auch tatsächlich immer befremdet, wo wir uns tatsächlich vor der Geschichte manchmal zu sehr verstecken. Wir haben das zur WM, Fußball-WM erlebt, wie plötzlich es selbstverständlich war, dass auch unsere Fahnen wehen. Und das hat gleich wieder dann nachgelassen, als die Weltmeisterschaft vorbei ist. Und ich finde, das muss nicht so sein, weil das auch auf polnischer Seite nicht seltsam betrachtet wird, wenn wir auch von unserer eigenen Nation mit Stolz berichten. Und ich bin auch bewusst Oberlausitzer, ich trage das auch vor mir her. Und ich bin Deutscher und muss da auch mich nicht in Polen verstecken, wenn ich dort so auftrete, weil ich einfach auch weiß, dass die das genauso sehen und dass die tschechischen Freunde das genauso sehen. Und das ist aber, glaube ich, ein eigenes Problem, wo wir miteinander noch stärker reden müssen, als immer zu glauben, dass wir da auf andere Rücksicht nehmen, weil die Nachbarländer, die sehen das gar nicht so kritisch, wie wir das vielleicht mal intern eher sehen. Frau Schwan, darf ich Ihnen den Ball nochmal zu dem Zentralismus-Aspekt zuwerfen? Machen wir durch diesen Zentralismus den wahrgenommenen, diesen Zentralismus von, also von Europa als zentralen Gedanken? Ich weiß jetzt nicht genau, warum die Rentner das Gefühl haben, dass sich in Europa alles viel mehr zentralisiert. Nach meiner Information wird die Rente, über die Rente nicht in Europa entschieden, sondern in Deutschland. Und deswegen verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Es kann sein, dass diese Rentner völlig unabhängig von ihrer eigenen Lebenserfahrung so den Eindruck haben, es wird immer mehr zentral entschieden. Ich glaube aber auch nicht, dass das stimmt. Es muss sehr viel koordiniert entschieden werden, weil wir ja sonst ein Flickenteppich sind, wo die Einzelnen weiterreichen, vor allen Dingen alle Entscheidungen, die eben grenzüberschreitende globale Dimensionen haben, wie Migration zum Beispiel oder Klima. Das alles kann nicht mehr im Detail, im Einzelnen entschieden werden. Aber ich sehe nicht, dass uns Brüssel alle Kompetenzen wegnimmt. Aber ich meine nun auch, dass es nicht um den Gegensatz geht zwischen nationalen Staaten und der Europäischen Union, sondern dass wir die Ebene der Kommunen, das hatte ich gleich am Anfang gesagt, europaweit sehr viel mehr stärken müssen, sie auch direkt finanzieren müssen von Brüssel und ihnen sehr viel mehr Kompetenzen geben müssen. Zur Liebe, noch ganz kurz, dafür bin ich natürlich als Frau geeignet. Psychologisch, individuell ist es so, wer sich nicht selbst lieben kann, kann auch die anderen nicht lieben. Das ist eine interessante Sache. Liebe heißt aber nicht, sich über die anderen stellen, sondern Wohlwollen gegenüber sich und so weiter. Ja, also das heißt, wenn ich also einen Hass auf Deutschland hätte oder wenn ich, dann könnte ich, würde ich nicht friedlich sein. Aber was heißt im Unterschied zu persönlicher, individueller Liebe, die Liebe zu Deutschland? Sich damit total identifizieren. Ich erlebe das dauernd bei diesen Fußballspielen, die mein Mann immer sieht. Da muss man sich ja pausenlos sich mit irgendjemand oder irgendeiner Mannschaft identifizieren. Da ist man ja fast am Zerspringen, wie viel Identifikation da stattfindet. Aber
Meine Liebe zu Deutschland heißt, dass ich mich, solange ich denken kann und hoffentlich noch denken kann, weiter verantwortlich fühle dafür, dass das, was in Deutschland geschieht, für die Deutschen und für die Europäer gut ist. Das ist meine Form von Liebe zu Deutschland. Was ich nicht teile, ist diese Sache mit dem Stolz. Also abgesehen davon, dass ich als Christin weiß, dass der Stolz die Todsünde par excellence ist, nicht wahr? Stolz ist nichts, was uns angemessen ist. Glaube ich auch nicht, dass ich einen Grund habe, über Beethoven oder für den wegen der Fußballmannschaft stolz zu sein. Ich glaube auch nicht mal, dass ich über eigene Leistung stolz sein kann. Das ist ein Geschenk, wenn man was schaffen kann. Aber sich verantwortlich dafür zu fühlen und damit auch zugeneigt zu sein und Wohlwollen zu haben und positiv zu sein, das gehört für mich dazu. Und da gibt es auch niemanden, der dagegen was haben könnte, glaube ich. Ich weiß, dass Sie jetzt beide noch mal Redebedarf haben. Ja, und auf den Stolz muss ich noch mal. Sie dürfen, Herr Krause, dem verbiete ich gleich mit das Wort jetzt erstmal. Also ich persönlich empfinde Stolz jetzt nicht als so negativ besetzt, sondern man kann durchaus und man sollte auch stolz auf Erreichtes sein. Und das ist nicht ein individueller Stolz, sondern das ist oftmals auch ein kollektiver Stolz. Und wenn ich hier in die Region schaue, was die Menschen, will ich jetzt mal allgemein sagen, auch in den 30 Jahren geschaffen haben mit ihrer Händearbeit, mit Unterstützung von vielen von außen, auch von der Europäischen Union. Aber auf die Leistung kann man schon stolz sein, ohne dass das jetzt negativ betrachtet wird. Wir sind am Ende unserer Runde. Keine Angst, Sie haben gleich nochmal die Gelegenheit. Aber ich möchte doch was über die Liebe sagen. Okay, wenn Herr Krause was über die Liebe sagen will, wie kann ich da widersprechen, ihm das Wort zu geben? Bitte sagen Sie kurz Ihren Gedanken zur Liebe. Dann machen wir den Sack zu. Es gab mal einen Bundespräsidenten, der wurde gefragt, war vor ihrer Geburt, der hieß Gustav Heinemann. Der wurde gefragt, ob er dieses Land liebt. Und darauf hat er geantwortet, ich liebe meine Frau. So, das war, finde ich, eine gute Antwort. Ich unterstreiche sehr, was die Identität unseres Landes sei. Wir müssen unsere Nachbarn, wir müssen nicht dauernd mit Schuldbekenntnissen oder so rumrennen. Wir können selbstbewusst wie Franzosen, Belgier, Niederländer, Dänen durch die Welt gehen. Ja, unser Land hat in der Geschichte unglaublichen Mist angerichtet, um es mal ganz harmlos zu sagen. Aber wir können andererseits auch uns zugute halten, dass wir uns mit dem Mist, den wir angerichtet haben, in einer Weise auseinandergesetzt haben, jedenfalls die meisten von uns, die nicht viele Völker auf der Welt vorweisen können. Und Mist haben viele Völker, nicht so ein Mist. Die Nazis waren schon besonders. Aber wie wir uns mit der Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt haben, da stören nur diejenigen, die das immer noch verherrlichen und das eigentlich am liebsten wiederhaben wollten. Die verlängern das noch. Das ist das, was ich jedem Neonazi heute vorwerfen würde. Du sorgst dafür, dass dass wenn es überhaupt einen Schuldvorwurf gibt, dass man den immer weiter verlängern kann. Aber wir haben uns dieser Vergangenheit gestellt. Das haben die Amerikaner mit dem, was sie in Vietnam gemacht haben, die Holländer in ihren Kolonien, die Franzosen in ihren Kolonien nicht annähernd so gemacht oder die Belgier. Also wir können uns bei dem Mist, den wir in der Vergangenheit haben, auch was zugutehalten. Das ist das eine. Ich würde noch einen Punkt gerne ansprechen wollen, weil über die feministische Außenpolitik. Aber Sie, ich finde, lassen nur Sie kurz. Frau Baerbock den Spaß. Nein, mir geht es um was anderes. Was mich viel mehr stört ist, und das meine ich wirklich bitter ernst, ist dieser hohe moralische Ton in der Außenpolitik. Stellen Sie sich mal vor, Chinesen würden Ihnen erzählen, wie Sie leben sollen. Wie würden Sie das finden? So, hat dieselben Akte unterschrieben. Das ist der einzige Einwand, den ich gelten lasse. China hat die UN-Charta unterschrieben und ja, aber wenn wir mal gucken, auch viele im Westen, gucken Sie mal, wie in Amerika bestimmte Dinge mit der UN-Charta behandelt werden und so weiter. Ich will jetzt nicht hier in Whataboutism gehen. Es gibt Länder, die haben andere Prioritäten. In China ist immer noch die Bekämpfung von Hunger ein Thema und so weiter. Ich will nur sagen, Gustav Stresemann war ohne jeden Zweifel ein sehr guter Diplomat, ein sehr kluger Mann. Der hat mal gesagt, die eigene Wahrheit ist immer nur die halbe Wahrheit.
Das heißt, wenn wir über andere Länder, über andere Kulturen nachdenken, und das fängt hier in der Nachbarschaft an mit Polen oder Tschechien, und erst recht, wenn wir über andere Kontinente gehen, wir sollten die Wahrheit der anderen immer in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Die ist nicht per se schlechter als unsere eigene Wahrheit, auch nicht besser. Aber sie gehört mit, wenn man sich klug verhalten will mit den anderen, muss man deren Sichtweisen mit einbeziehen. Und das, glaube ich, ist mit dem moralischen Ton ein bisschen schwer. Einbeziehen oder übernehmen? Nein, stopp. Einbeziehen oder übernehmen? Wir sind am Ende unserer Zeit. Das ist eine hochspannende Unterhaltung. Und ich weiß, dass auch noch ein paar Fragen von den Zetteln nicht beantwortet wurden. Das Schöne ist, da sagt die Maxi gleich noch was dazu, hier rennen ja nicht gleich alle total weg, sondern wir laden sie gleich noch ein paar Minuten miteinander und mit unseren Gästen auf dem Sofa ins Gespräch zu kommen. Wir enden das Sachsen-Sofa aber immer mit einem kleinen Blick nach vorn. Das brennt ja nicht umsonst hier unsere kleine Hoffnungskerze, die uns auf dieser Tour begleitet. Deswegen bitte ich Sie, und das wird jetzt die größte Herausforderung, um eine Einsatzantwort auf meine abschließende Frage, liebe Gäste auf dem Sachsen-Sofa. Was macht Ihnen im Blick auf Europa und auf Deutschland in Europa Hoffnung? Wenn Sie uns darauf eine Antwort geben könnten, ich weiß, dass Sie mit der Frage hadern, das hatten wir im Vorgespräch schon gehört, dass Sie da skeptisch sind, ob Sie da was antworten, aber ich gebe Ihnen einfach mal Gelegenheit, ein bisschen länger nachzudenken, und konfrontiere mal Frau Schwan zuerst mit der Frage, was macht Ihnen Hoffnung im Blick auf Europa und auf Deutschland in Europa? Dass die Einsicht, die Herr Krause eben genannt hat, sich an die Stelle der anderen zu setzen, die Perspektive der anderen zu setzen, Kant, Kritik der Urteilskraft, dass die zunimmt. Aber man muss inzwischen den Unterschied machen zwischen sich an die Stelle der anderen setzen und sie auch verstehen einerseits und übernehmen, was sie sagen, andererseits. Das sind zwei verschiedene Sachen. Selbst wenn ich mich an die Stelle der anderen setze, selbst wenn ich mich an die Stelle von Putin setze, das werde ich nicht übernehmen. Das ist mein Punkt. Herr Krause, gibt es was Ihnen Hoffnung macht, wenn Sie auf Europa und Deutschland blicken? Ein Satz. Ja, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das lassen würden. Und das hat vorhin jemand von anderen gesagt. Wir sehen immer nur das, was wir nicht haben. Und das, was wir haben, das missachten wir oft als selbstverständlich. Es ist aber nicht selbstverständlich. Ja, dieses Europa der Institutionen, dieser Ministerräte, dieser langen Nachtsitzungen, Sie wissen da gar nicht alles, was da alles gibt, und das wollen Sie auch gar nicht wissen. Es ist wirklich unendlich mühsam, und manchmal packen Sie sich, wenn Sie da nah dran sind, auch nur an den Kopf und sagen, in was für einem Irrenhaus bin ich hier. Das Ganze dient dazu, am Ende das Ding am Laufen zu haben. Und hier war vorhin vom Zentralismus die Rede. Warum wirft das niemand der FIFA vor? Die hat eine Abseitsregel für die ganze Welt. Das legen die einmal fest. So, wir sind Konkurrenten. Wir wollen das. Was meinen Sie, was Sie von der Dezentralität halten, wenn hier irgendwo in der Lausitz ein Unternehmen ist, das kaputt geht, weil irgendwo in Frankreich oder in Spanien ein Konkurrent mit staatlichen Mitteln subventioniert wird? Dann wollen Sie Regeln haben, die in ganz Europa gelten. Wo machen Sie die in Brüssel? Und wer macht die da? Unsere Regierungen, alle Regierungen, unsere Abgeordneten. So, und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben den jetzt zum ersten Mal getroffen. Ein deutscher Abgeordneter, das ist so, der vertritt ungefähr 1 Million Menschen annähernd. Ich weiß nicht, hat Ihr Landkreis so viele Einwohner? So, das heißt, ich meine, der Bundestag ist noch größer als das Europaparlament, was ein Wahnsinn ist. Aber Sie müssen irgendwann ein Parlament auch handhabbar machen, wenn Sie nicht so einen Volkskongress haben wie in China, der auch keine Bedeutung hat. Das heißt, das ist in der Tat mühsam, die Demokratie so herzustellen, stimme ich Ihnen zu. Aber wie wollen Sie es anders machen? Mir fällt da nichts Besseres ein. Und das ist immer das, wo ich dann am Ende meine Hoffnung daraus ziehe. Ganz schön langer Satz. Gibt es was Besseres als diese EU? Nein, gibt es nicht. Wirklich super. Nicht. Ich habe oft genug drüber nachgedacht. Sie hat Mängel, sie ist mühsam, sie ist ärgerlich, sie ist unzuverlässig. Alles richtig. Eine richtige Frau. Das haben Sie jetzt gesagt. Herr Mayer, Ihr, Frau Professor, ihr hoffnungsvoller Gedanke. Ich hätte mich nicht getraut.
Aber in der Tat, Europa ist in der griechischen Mythologie eine Frau. Frau, das ist, wurde aber von einem Kerl entführt. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Herr Mayer, Sie haben Ihren Hoffnungssatz jetzt noch dazu zu legen. Genau. Wieder auf den Boden der Realität zurückzukommen, jetzt, was jetzt den Alltag angeht. Mir gibt Hoffnung die junge Generation, die eben nicht eine Welt kennt, wo man, um nach Liberec von Zitter aus zu fahren, einen Umweg über Safenowsdorf nehmen musste, sondern die ganz normal hier miteinander aufwächst. Ich sehe das in den Kitas, wenn die sich treffen, die Sprachkitas, dann ist das völlig normal, dass die miteinander kommunizieren und gar nicht drüber nachdenken, was hat der andere jetzt für eine Nation im Hintergrund. Und da bin ich auch bei Ihnen, was Sie vorhin sagten, Frau Professor Schwan, dass es themengeleitet ist, wie junge Menschen auf die Welt blicken. Und da ist, glaube ich, manchmal dieses nationalstaatliche Denken gar nicht mehr so ausgeprägt wie bei uns. Und das gibt mir Hoffnung, dass man da an dieser Stelle ein gemeinsames Interesse findet, themengeleitetes Interesse. Das sehe ich bei meinem Sohn, der heute übrigens Geburtstag hat. Der guckt ganz anders auf die Welt, als wir das vielleicht manchmal hier tun. Und das gibt mir Hoffnung für die EU. Vielen Dank. Ja, wir laden Sie nun ein, nach der Veranstaltung jetzt Ihre Fragen zu stellen. Sie sehen, ich habe noch einen Wust an Zetteln. Einige davon sind noch nicht aufgrund der Zeit beantwortet worden. Scheuen Sie sich nicht, kommen Sie nach vorne, stellen Sie Ihre Frage an unsere Podiumsgäste. Und ja, ich würde sagen, zunächst vielen, vielen Dank an unsere Gäste hier auf dem Sofa. Professor Dr. Gesine Schwan, Dankeschön fürs Kommen. Rolf-Dieter Krause, vielen Dank. Und Landrat Stefan Mayer. Enden wollen wir mit einem Zeichen der Hoffnung. Ich habe Sie gerade schon erwähnt, unsere Hoffnungskerze, die begleitet uns tatsächlich auf dieser Sachsen-Sofa-Staffel schon das ganze halbe Jahr. Und Sie haben ja vielleicht auf Ihren Plätzen gesehen, dass da auch kleine Kerzen sind. Das ist ein Geschenk der Gastgeber, also der Evangelischen und der Katholischen Akademien in Sachsen. Und es sind kleine Hoffnungskerzen. Und Sie, liebe Gäste hier, haben sich redlich verdient, jetzt auch eine kleine Kerze zu bekommen. Die Maxi ist mal so lieb und gibt mal die Kerze weiter. Und unsere Idee ist immer, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, dass wir jetzt sozusagen hier an der großen Hoffnungskerze die etwas kleineren Hoffnungskerzen für unsere Gäste anzünden und dass unsere drei Gäste dann zu Ihnen ins Publikum kommen, um Ihnen, wenn Sie mögen, Ihre Kerze auch anzuzünden und dass Sie auf die Art und Weise ein kleines Hoffnungszeichen hier aus der Windmühle in Safenersdorf in Ihre nach Hause tragen und noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Das war das Sachsensofa zum Thema Europapolitik. Herzlichen Dank an die Windmühle in Safenersdorf, dass wir zu Gast sein durften. Herzlichen Dank auch allen, die im Livestream dabei waren oder uns bei Sachsenfernsehen zugeschaut haben. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wir machen eine kleine Biergartenpause und sind Mitte August mit dem Sachsensofa zurück, dann höchstwahrscheinlich im Vogtland. Herzlichen Dank, das war das Sachsensofa zum Thema Europapolitik. Ja.